haben lange drauf gewartet, heute ist es soweit. Es gibt endlich was zu berichten. Es gibt ein Leck. Bis gleich. Mich hat mal ein Pferd getreten. Ah, herzlich willkommen bei Creepshank. Back to Warcraft gesagt. Hallo. Oh, ich würde so gern bei Back to Warcraft arbeiten, aber Jannis lässt mich nicht rein. Er hat gesagt, erst muss Remo sterben, dann kann ich nachrücken. Und wir alle wissen, dass Jannis vor Remo stirbt. Wenn ich endlich meine 20 ausstehenden Geschenke kriege, vielleicht kannst du dann mal einen Gastauftritt kriegen. Ist nicht richtig, die Firelord-Folge hast du nicht bestanden, deswegen hat das Geschenk Mark Lehmann bekommen. Wer? Mark Lehmann. Ist das denn? Ja, da nehme ich mir mal einen Tag frei, um dir das zu erklären. Okay. Wir machen heute eine entspannte Folge, Lean-Back-Folge, nachdem ich letzte Woche richtig hart auf die Fresse bekommen habe und in Bruchstücken lag, machen wir heute mal eine entspannte Folge, denn es gibt heute tatsächlich Reforged News. Yay! Oder yay, wir wissen es nicht. Es ist eine Menge passiert letzte Woche. Passiert. Es ist eine ganze Menge passiert. Ich hing die ganze Woche im Reddit und habe nachgeguckt und immer aktualisiert. Denn was genau ist passiert? Es gab eine Beta-Version, die aber noch nicht öffentlich war, sondern noch irgendwo verschlüsselt, die dann gehackt und geleakt wurde. Und man kann jetzt schon so ein bisschen in die Beta gucken. Wow, das sind ja unfassbar viele Fehlinformationen von deiner Seite. Das bist du da. Dafür bist du da. Es gab ein Update vom Battle.net Launcher. Das ist ja das, womit man alle modernen Spiele von Blizzard irgendwie startet. So Overwatch und StarCraft und so ein Kram. Und das hat, also wie gesagt, es hat ein Update bekommen. Und es gibt immer so Leute, die checken die Version, was geändert wurde und so, also im Code, ja, was für Sachen da anders sind und so. Und da stellte sich raus, es gibt so eine Zeile für W3 Beta. Das kann ja nur Warcraft sein. Und dann haben die weitergesucht und haben den Datensatz gefunden von der Reforged Beta. Und dann haben die auch die Reforged Beta gefunden, die tatsächlich nicht verschlüsselt war. Im Gegensatz zu allen sonstigen World of Warcraft-Sachen zum Beispiel, die immer verschlüsselt sind. Nun denn, finde ich. Aber was heißt das jetzt? Also, das gibt's ja bei WoW zum Beispiel auch immer oft, dass dann Data mined wird und man so irgendwie Modelle oder sowas schon finden kann, bevor sie released werden. Aber würdest du sagen, ist das ein echter Leak oder ist das so ein halber Leak, so ein PR-Ding oder weiß man da was? Also, wenn es nicht verschlüsselt wird und solche Sachen sonst immer verschlüsselt sind, spricht es ja schon dafür, dass Leute wollten, dass es gefunden wird. Und es wurde auch gefunden. Und es wurde sehr schnell gefunden. Die letzte PR von Blizzard war ja eher so lala. Ja, das ist richtig. Und das heißt, es wurde einiges gefunden. Wir haben schon sehr viele Modelle. Alles. Wir haben schon Menüs, wir haben schon wahnsinnig viel. Eigentlich haben wir alles, außer die Nachtelfen und die Untotenmodelle. Ja, dazu muss man sagen, wir wissen nicht, von wann der Build ist. Das ist so ein Release-Candidate, was auch immer. Kann sein, dass das aus dem Juni ist. Manche Leute sagen, es ist aus dem Juni. Ich weiß nicht, warum. Also, ich habe noch keine logische Begründung dafür bekommen, warum ausgerechnet Juni. Es steht natürlich unten Oktober, aber es hat ja auch nichts zu sagen. Ja. So. Das heißt, wir können heute auf jeden Fall schon mal einen Blick in die Warcraft Reforged Beta werfen. Meine Verschwörungstheorie ist ja, die haben das jetzt mit Absicht so gemacht, dass es Leute finden, wenn Leute das finden wollen. Und die Version ist veraltet und jetzt ist überall so ein bisschen Kritik und jeder freut sich aber, dass es was gibt. Es gibt aber auch Kritik an manchen Sachen. Ja. Also da fehlt ja auch noch relativ viel, sehen wir gleich. Und dann auf der BlizzCon, dann zeigen die das ganze Ding. So, boom, hier sind Nachtelfen, boom, hier ist Undead, boom, hier ist der neue Shader, jetzt ist alles geil, so sieht das aus, wie wir das haben wollen. Mhm. Und dann sind alle happy. Das heißt, wir folgen gerade einer bewusst gestreuten Brotkrümelspur bis hin zum großen Reveal auf der BlizzCon, wo dann alles perfekt ist und wir alle sagen geil. Ja. Ja, also, dabei. Sag ich einfach mal. Ja, ist gut, ich freue mich. Und wir haben ja immer wieder mal so ein paar Kleinigkeiten gesehen, aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Und wir wollen uns das alles anschauen. Was ist denn deine Einschätzung als Medienexperte? Ich meine, du bist ja hier in den großen Häusern, gehst da ein und aus. Da wird ja auch öfter mal eine Kampagne gefahren. Ja. Klar, ja. Ja, klingt plausibel. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so PR-Aufräumarbeiten sind, weil ich glaube, Warcraft Reforged ist dann doch nicht für so alle Blizzard-Fans interessant, sondern für einen kleinen Teil. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Zeit, so diese Schatzsuchenjagd. Diese ein, zwei Tage, wo immer mehr rausgekommen ist. Und das ist natürlich schon was anderes, als jetzt so dieser BlizzCon, hier ist es. War es so ein bisschen, oh, das hier, oh, das sieht gut aus, oh, das sieht schlecht aus, oh, das sieht gut aus, mehr. Ich weiß auch nicht genau, was es zu bedeuten hat, aber du wirst auf der BlizzCon sein, wirst aus erster Hand dann die neuen Undead- und Nachtelfen-Modelle vielleicht sehen. Hoffentlich. Enttäuscht. Wir schauen rein. Also hier und da hat man vielleicht schon vieles gesehen, aber wir haben ja alles zusammengetragen, was man, glaube ich, so momentan sehen kann. Wir haben einen guten Schnitt durch
Alles. Ja. Und natürlich zwei ganz große Disclaimers. Erstens, es ist noch nicht mal die Beta, sondern es ist vielleicht eine frühe Version der Beta. Das heißt, alles kann sich noch mehrfach ändern, ins Gegenteil ändern, alles kann anders sein. Wir wissen nichts, alles reine Spekulation. Und alles, was wir jetzt sehen, kommt nicht von uns, sondern das haben irgendwelche anderen findigen Leute gefunden. Und vielen Dank dafür. Und es gibt auch schon Gameplay-Footage und alles, da werden wir alles reingucken. Es gibt schon wahnsinnig viel, nur nicht von uns, von anderen Leuten. Und wir gucken uns das an. Geben wir dann einen Shoutout an die Leute? Ja, klar! Okay, wowhead.com. Geil. Danke für eure Data-Mining-Arbeit. So, wir gucken rein. Hier sieht man schon mal, du hast ein bisschen was zusammengetragen in dieser Präsentation. Ganz fantastisch. Hier sieht man schon mal. Ich sehe erstmal gar nichts. Ich muss mal irgendwie zu dir mit rüberkommen. Ja, es ist doch F5, so. Florentin, F5. Oh, ich? Jetzt ist alles weg. Nee, okay. Oder was auch immer du da. Hast du jetzt PowerPoint an oder was? Gut, dann gehen wir auf Bildschirmpräsentation. Und dann von Anfang an wiedergeben, links. Guck mal, das ist der Business-Jannis. Das ist eine Seite von Jannis, die wir nie sehen. Der Business-Jannis. Er hat nämlich einen 9-to-5-Job, wo er wirklich hier Präsi, irgendwie der Kunde, pitch, mal die Hand schütteln. Ich pitch einen nach dem anderen weg. Ja, kann ich jemandem Kaffee mitbringen? Der ist auch ein guter Kollege. So. Nee, sowas mache ich nicht. Ich rede nicht mit meinen Kollegen. Also, hier sehen wir das Hauptmenü. Und ja, es sieht schon relativ fertig aus und es könnte auf jeden Fall so aussehen und es ist vieles dabei. Setz mal deinen Eindruck, wenn wir hier so durchgehen. Ich muss mal kurz hier bisschen zu dir, bisschen kuscheln. Komm gerne dazu. Wenn es um Reforge geht, dann darf man auch kuscheln. Nee, auf jeden Fall darf man kuscheln. So sieht's aus. Ist relativ Standard, sag ich mal. Was fällt dir auf? Zwei Sachen fallen auf hier. Drei Sachen fallen auf. Okay, ich wusste nicht, dass das jetzt hier so eine Situation wird. Also man sieht schon mal, Integration von Chat-Gedöns. Und man sieht den Button Collection, korrekt, der neu ist. Und es gibt den Replay-Button. aber ansonsten noch kein Battle.net. Es fehlt LAN. Oh, okay. Da bin ich sehr gespannt, ob das integriert ist, wie das integriert wird. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Der Chat wird nicht so wie in Warcraft wahrscheinlich, sondern mehr so wie Starcraft. Und halt so Battle.net 2.0. Wahrscheinlich mit Cross-Game, wie auch immer das halt in so neuen Games ist, von denen ich keine Ahnung habe. Ja. Collection finde ich auch sehr interessant. Was ist eine Collection? Wir werden es euch sagen gleich. Und wir sehen hier rechts unten schon das Icon des Peons. Ja. Der hat eine Weile nicht geschlafen, würde ich sagen. Also erst dachte ich schaue in den Spiegel, als ich den gesehen habe. Die Augenringe können sich sehen lassen. Ich habe denselben Joke gemacht bei uns. Ja, aber der steht auch so, so slouchy. aber ja, das ist das Profilbild, was, da gehen wir gleich drauf ein. So. Menü, drei neue Grafikoptionen. Lightning Quality, Foliage Quality und Anti-Aliasing. Ist neu. Gab's vorher nicht. Also wir haben das auf dem Stream mit irgendwelchen Treiber-Hacks und so. Aber Warcraft 3 kriegt Anti-Aliasing. Sollte keinen großartig wundern, aber ist cool. Jetzt confirmed. Für alle Grafikfreunde da draußen. Jo. So. Options, bisschen Quality of Life wird's geben. Es gibt auf jeden Fall Enhanced Tooltips, also mehr Informationen bei Tooltips wahrscheinlich. Was schon mal ganz gut ist für neue Spieler, glaube ich. Zum Beispiel, wenn irgendwie Sekunden angezeigt werden oder so ein Quatsch. Ja. Team Colored Life Bars. Oh. Herr Will. Oh. Er hat sich geleakt. Sie wurde gehört. Es ist da. Die Funktion nur für dich. Oh, es ist so großartig. Also nur für alle, die es nicht verstehen. Normalerweise haben die Lifebars ja immer die Farbe anhand des prozentualen HPs. Ja, also wenn man 100 HP hat, ist es grün. Wenn man wenig HP hat, ist es rot. Aber es hat für Freund und Feind insgesamt dieselbe Farbe. Jetzt kann man das ändern, sodass der blaue Spieler blaue Lifebars hat und der rote Spieler hat rote Lifebars, sodass ich Augenmaulwurf auch mal Freund und Feind auseinanderhalten kann. Es ist herrlich. Es ist großartig. Wir werden das gleich auch im Spiel sehen. Es funktioniert fantastisch. Ja. Und ich finde es absolut großartig. Und super. Super. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Lifebars erst dann zu aktivieren, wenn die Einheit Schaden bekommen hat. Korrekt. Bisschen besser für die Übersichtlichkeit. Ich glaube, das wird keine große Rolle spielen. Das wird man nicht machen. Ich weiß nicht. Meinst du? Also, du brauchst ja keine HP-Leiste, wenn deine Einheit voll HP hat. So, warum? Ja, aber du musst ja schon sehen, also ich meine, sag ich mal, der kompetitive Spieler, dem ist ja so Ästhetik relativ egal. Der will sehen, wie viele Einheiten habe ich, wie viele Einheiten hat der Gegner. Ja, aber dann nimmst und wenn du da 10 Blöcke siehst, ja, weißt du, der Gegner hat 10 Einheiten und so ist es halt eher so ein Wulst. Kommt ein bisschen drauf an, wahrscheinlich, ob du auf die Models guckst oder auf die Leisten.
Ich gucke immer auf die Leisten, ja, das weißt du. Aber das sind auf jeden Fall Änderungen, die ich fantastisch finde. Cooldowns werden in Nummern dargestellt, finde ich sehr geil, um zu sehen, also nicht mehr nur der rotierende Kreis, sondern in Sekunden. Auch Show Hero Level, ne? Also, hatte man auch schon, ne? Nee, man musste drüber hovern, um den Hero Level zu sehen. Ist neu. Finde ich super und HD-Content kann dann abgeschaltet werden, also mit einer Option quasi ist man back bei Frozen Throne. Ah, das bedeutet hier dieser HD-Content bedeutet, wenn ich den wegklicke, sieht es so aus, wie es momentan aussieht. Ja. Also wie Frozen Throne schon immer ausgesehen hat. Ist ja dieselbe Engine, ist nur was drüber gelegt quasi und das schaltet man damit ab. Cool. Was meinst du, also das ist meine ganz dumme Prognose in die Zukunft. Meinst du, das werden Leute machen? Also es gibt ja auch oft sogar, gleich bei Quake oder so, gibt es Leute, die dann irgendwie die Texturen runterfahren, damit es irgendwie, keine Ahnung. Wird man das machen, wenn das Pro-Spieler machen? Ich bin mir sehr sicher, dass die Spieler alle die alten Texturen benutzen. Ja? Wir werden sehen, warum. Ja. Ich habe ein paar Kritikpunkte vielleicht auch. Aber wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, dann kann mein Gegner die neuen Texturen haben und ich die alten. Mhm. Ich sehe aber auch seine Einheiten mit den alten. Mhm. Also für mich, ich habe die alte Brille auf, er hat die neue Brille auf, aber wir spielen dasselbe Spiel. Korrekt. Okay, okay, krass. Gut, also finde ich ja immer gut, wenn man sowas anbietet, wenn es scheiße aussieht. Mehr Optionen sind immer gut eigentlich. Sehr gut, okay. Weiter geht's. Der Versus Screen sieht ganz nice aus. Ja. Würde ich sagen. Das fünfte Ding ist jetzt nicht Naga oder so, ist einfach random, bevor hier Leute wild rumspekulieren. Einfach eine Mixtur aus allen vier Rassen und man sieht, man kann halt nur Human und Orc spielen. Sie haben sogar, einen kleinen Gag gemacht bei Random, ne? Finde ich auch witzig. Wenn man über Random hovert, dann heißt es eine zufällige Einheit aus vielleicht sogar Naga. Nein, es ist nicht Naga. Ja. So. Finde ich gut. Viele Leute fordern Naga, ich weiß nicht warum, aber manche tun es. Hier sehen wir es so. Und jetzt sind wir im ominösen Collection-Button. Korrekt. So wie natürlich PR- und Geldmachexperte Marco Gisel hier schon gemutmaßt hat, wird man wahrscheinlich neue Skins freischalten können für die Helden. Weil, glaube ich, weiß man noch nicht. Soweit sind wir noch nicht. Das sind erstmal die Profilbilder, also der kleine Peon, den man unten rechts gerade gesehen hat. Ja. Den kann man ein bisschen pimpen und sich da was Neues ausdenken oder aussuchen, wenn man spezielle Quests gemacht hat, sag ich mal. Ja. Die sind gerade relativ kampagnenorientiert, gibt's aber auch welche für Multiplayer. Also gewinne 10 Games mit Ork, gewinne 10 Games mit Night Elf, vervollständige die Kampagne auf normal. So ein Quatsch halt, was es vorher nicht gab. Ist nett. Beziehungsweise gab es ein bisschen im Battle.net, aber ja. 55 verschiedene gibt's jetzt schon. Und dann gibt's unten auch Skins. Bam, bam, bam. Wie wir schon gemutmaßt haben. Neue Skins. Jetzt hier zum Beispiel, das ist dann wahrscheinlich Jaina. Ja. Statt des Erzmagiers. Also man weiß es ja nicht genau, ob das Skins sind nur für die Kampagne oder auch im Versus-Modus und wie und was. Ich denke schon auch im Versus-Modus. Aber dann ist auch wieder die Frage, wenn ich jetzt Human spiele und ich habe den Jaina-Skin, sieht mein Gegner dann auch Jaina oder sehe nur ich Jaina? Das ist so ein bisschen eine Frage, wie das der Publisher will. Also bei StarCraft, glaube ich, sieht man nicht die gegnerischen Skins, bei Dota aber schon. Weil ich meine, wenn du diese Skins und jetzt, sag mal, sind wir mal ganz ehrlich, wahrscheinlich gibt es auch welche zu kaufen. In-Game-Shop oder sowas ist jetzt nicht auszuschließen. Ja. Und dann kaufst du es ja, um deinem Gegner zu zeigen, was du für krasse Skins hast. Also wenn der Gegner die nicht sehen würde, wäre es blöd. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich immer so die Frage stellen, gibt es dann Skins, die man irgendwie, die besser sind für einen kompetitiven Charakter, die man schlechter sieht oder was auch immer. Das ist die Frage. Aber wir haben noch keine Skins gesehen in-game, von daher ist es schwer zu sagen und wir wissen es nicht. Vielleicht sind das die Spoils of War Skins zum Start. Es gibt ja diese Premium Edition, Collectors Edition virtuell. Thrall, Jaina, Arthas als König und dieser Keeper. Ja. Du bist Malfurion. Der Lore-Typ. Ja, weiß ich nicht, wer das ist. Irgendwie Centaurion oder so heißt der. Malfurion. Ja, es gibt aber mehr. Scenarios. Ja, das ist der. Corrupted irgendwas. Auf der anderen Seite, wenn der eine die alte Version spielen kann und der andere die neue Version spielen, spreche ich auch nichts dagegen, dass man die Skins individualisiert nur den Leuten anzeigt. Ja. Ich glaube sogar, dass es bei Dota, dass die Maps teilweise auch so sind, weil man kann ja unterschiedlich, also dann gibt's eine Wüstenmap, also die sind alle gleich, nur das sieht anders aus. Ich glaube, die sind sogar auch individualisiert. Da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Werden wir rausfinden. Wir werden es alles nicht wissen, aber es wird auf jeden Fall Skins geben. Jetzt kommen wir zu einigen Modellen. Hier der Blademaster. Jo. Ich glaube, das haben wir schon, wir haben generell schon drüber gesprochen. Ich bin kein genereller Fan des Artstyles. Mhm. Es gibt Einheiten, die finde ich cooler, andere, die finde ich nicht cooler, aber generell gefällt es mir nicht so wahnsinnig gut und ich konnte bis jetzt noch nicht ganz klar sagen, warum. Wie ist es bei dir?
So der generelle Artstyle, so die generellen Modelle, die du gesehen hast. Besser hast du da Bock drauf? Besser als erwartet, also besser als ich erwartet habe. Ist immer so ein bisschen komisch, das jetzt so von dich dran zu sehen, weil eigentlich sieht man es ja nur von oben und weiter weg. Von daher, auf so Details braucht man eigentlich nicht achten. Ja. Ich finde manche ein bisschen drüber, ich finde manche ein bisschen drunter. Ist aber okay. Also ich habe mit ein paar Modellen ganz, ganz große Probleme. Mhm. Aber vielleicht sehen wir das noch. Ja, auf jeden Fall hier. Skin für den Lady. Das wäre dann ein erster Skin. Jo. Also wir sehen es hier. Samuro oder andere Waffe auch ein bisschen, aber noch relativ nah dran. Er könnte aber auch ein Kampagnencharakter sein, ne? Man weiß es immer nicht genau. Also wird mit Sicherheit ein Kampagnencharakter sein, aber kann man dann halt auch. Wäre ja blöd, das nicht als Skin anzubieten. Ja. Oder? Also aus meiner BWL-Sichtweise. Es gibt aber nur Skins für Helden. Und es gibt noch kein Beispiel für Skins von Einheiten, oder? Das wäre natürlich dann auch noch ein Punkt, ob man dann sagt, weil generell könnte man ja dann auch irgendwann sagen, okay, dann spiel mit Naga. Aber es sind halt nur Skins und du spielst halt Undead oder so. Ja. Und es sind halt andere. Und das ist halt auch die Frage, inwiefern Blizzard das öffnet, können Leute ihre eigenen Skins machen. Ja. Und runterladbar machen. Und dann spiele ich mit Homer Simpson. Sehr, sehr sinnvoll, weil das, also ein großer Teil von Warcraft sind ja die Custom Games. Ja. Also gerade in China komplett kranker Markt. Und da wäre das schon gut, wenn man was Eigenes anbieten kann. Also das ist so, womit NetEase größtenteils sein Geld macht, seine Millionen Umsätze. Dass es da so Custom Games gibt und die haben so einen eigenen kleinen Markt. Und dann spielst du halt sowas wie Footman Frenzy und kannst dein Schaf pimpen, dass es flauschiger ist oder so. Oder ja, aber es gibt ja auch, sag ich mal, eine große Fan-Art-Szene bei Warcraft. Kann ich jetzt irgendwie die Simpsons machen als Skins und schick sie dir und du spielst mit Paladin ist Homer Simpson, Footman ist Lisa Simpson als Skins? Was ist erlaubt, was nicht? Ja, gute Frage. Na, weiß es nicht genau, aber vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Einfach nur ein paar mehr Models. So, der Fast hat endlich ein Update gekriegt. Thrall sieht ziemlich geil aus. Ja, ich finde, die Tiere sehen generell richtig cool aus. Mhm. Da finde ich, sind viele coole Sachen dabei. Frage natürlich auch nicht schlecht. TC ist ziemlich cool. Auch sehr wiedererkennungs- Bar. Man kann ihn wiedererkennen durch das olle Ding hinten drauf und ja. So. Sieht auch ein bisschen derpy aus, aber ist okay. Shadowhunter, dieses. Was ist das? Hm. Dieses Dreieck-Klingonen-Schwert-Ding. Es ist riesig. Es ist so groß wie drei Einheiten. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist zum Kotzen. Es ist merkwürdig. Es ist ja auch keine Glewe wie von Illidan, ne? Ja. Die vorne und hinten eine Klinge hat, sondern überall eine Klinge hat. Das ist auch nicht so ein Chakram, was aus zwei, vier Teilen besteht oder so. Keine Ahnung, was, aber er wirft das auch, ne? Das ist auch sein Projektil. Der wirft das durch die Gegend. Halber Bildschirm ist das Ding. Sehr strange. Aber den finde ich ganz cool. Da finde ich auch den Helden auch ganz cool. Hier haben wir Keltas oder Blood Mage. Jo, sieht ganz geil aus. Sieht auch ganz geil aus. Es ist halt alles dann sehr, sehr auch an diesen, natürlich am WoW-Stil dran. Ja. Oder auch am WoW-Warcraft-Film. Ja. So, das ist alles irgendwie ein einheitlicher Stil. Deswegen ist es ja auch klar, dass das so aussieht, ne? Die hätten jetzt keine komplett andere Optik haben können als das. Aber ja, hier verstehe ich nicht, warum der so Teufelshörner hier hat. So, was soll das? Ich meine, das ist, hallo, das ist. Ist das nicht dasselbe wie der Arcane Tower? Nee, das sieht doch mega Undead-mäßig aus hier oben. Das sind doch vier Dinger oder nicht links? Ja, oben, aber mir geht's um die Hörner hier seitlich. Ich finde das total komisch. Ich verliere meinen. Aber ich weiß auch nicht, wir werden es sehen. Okay, ja. Mountain King, großes Problem. Mountain King. Das ist halt so, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass das, was halt in Frozen Throne so comichaft, so halt so Klötzchen zusammen funktioniert, in einem hohen Realismus dann irgendwie strange aussieht mit ähnlichen Proportionen, glaube ich. Aber warum ist der Bart denn schwarz? Warum ist der Bart schwarz? Und warum hat er ein Schild auf dem Rücken? Finde ich erstmal Quatsch, weil Punkt 1, der Mountain King hat kein Schild, weil der gibt auf die Fresse einfach so. Der braucht kein Schild. Hallo? Wer braucht ein Schild? So, der hat eine fucking Axt und einen Hammer. Der braucht kein Schild. Zweitens, vielleicht hat der Original Mountain King auch ein Schild. Aber der Original Mountain King hat ja Schädel auf dem Rücken. Totenschädel. So, das ist vielleicht so ein Ding. Vielleicht ist das so ein bisschen schwierig mit der weltweiten Vermarktung irgendwie so, dieses Todesthema. Das ist korrekt. Aber auf der anderen Seite. Was machst du denn da mit Necromancern? Die können ja dann, was summonen die denn? Ja. Kleine Bärchen? Ja. Aber ich finde die schon ein bisschen vom Flavor weggenommen, wenn man die. Mountain King hat auf jeden Fall noch ein großes Problem. Man kann ihn sehr schwer von Footman unterscheiden. Von oben. Ja, das stimmt. Ich finde jetzt auch tatsächlich. Sehr klein. Wir sehen es gleich noch. Ja. Aber jetzt durch diesen hohen Realitätsgrad ist auch der Größenunterschied zwischen Einheiten ein bisschen strange. Ja, total off. Weil also, irgendwie dann teilweise Arthas einfach
1,5 Mal so groß ist wie ein Footman und sehen. Das finde ich okay, wenn Helden rausstechen. Ich habe eher ein Problem damit, wenn Helden so aussehen wie Einheiten. Also wenn die groß oder kleiner sind. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. So Paladin auch viel diskutiert. Yo. Der Haarschnitt. Ist wie geil von Street Fighter. Ja. Ja, ist okay. Aber gibt ja Skins. Sieht ja halt so aus. Ja, Uta. Und dabei, oh, jetzt kommt das erste Video. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, es funktioniert. Du hast es nicht getestet, ne? Dann hast du die Animation? Ich glaube wohl. Können wir dir auch auf YouTube zeigen. Warte mal, die Animation habe ich hier. Hier sind die Animationen. Also von Wowhead jetzt. Hier sehen wir schon mal einige Animationen. Ich mach's mal ohne Ton einfach durch. Also hier sehen wir die Einheit. Hier ist schon der Peasant und hier das Zapper-Team. Und das sieht schon sehr viel, sehr cool aus, aber auch da habe ich ein bisschen Kritik so an Blizzard und so. Welche Kritik? Das sieht einfach nicht gut aus, wir sehen es gleich. Flamestrike finde ich cool, sehr dicht am, also vieles sehr dicht am Original. Ich finde auch so Siphon-Sachen, so wie Life Drain und Siphon Mana, finde ich sehr, sehr cool. Ich finde teilweise die Cast-Animationen ein bisschen lame, muss ich sagen. Das ist oft nur so ein. Oh. Okay, was, das ist halt, was die Unit macht, oder was? Ja, irgendwie auch da. Ich find's gut, dass sie das Buch beibehalten haben. Das finde ich super wichtig. Ja. Aber ansonsten so ein bisschen Hast du den okay, das sehen wir ganz am Ende vielleicht. Das ist mein Lieblingsspell. Die sind alle recht nah am Original, ne? Das ist ja. Aber es ist schon okay. Das finde ich auch, muss fast schon sein. Ist schon okay. Ich finde so solche auch Sachen, der neue Gottesschild, wie Divine Shield und auch Lightning Shield und so, sind, glaube ich, ein bisschen groß. Das könnte übertrieben sein. Aber ich finde es okay, weil das ist eine Fähigkeit, die muss man sehen. Die muss auch der Gegner unbedingt sehen können, ja, damit man es checkt. Und ich glaube, die dürfen auch groß sein. Mein Problem mit Blizzard kurz, ja. Es kommt straight von oben. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt die Entwickler. Na ja, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Das ist ein bisschen off. Es kommt straight von oben. Das, ja, so in Warcraft kommt ja so schräg. Ja, das und stimmt. Und das sieht aus wie Monsoon aus Frozen Throne, sind so Blitze. Und ich finde das für einen Blizzard irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Ich mag das Pferd hier. Ich finde es so geil, dass dieses Pferd einfach ein bisschen wenig zu tun hat in der Situation und einfach so. Oh, stimmt. Das ich mache meinen Teil. Ich leiste meinen Teil dazu. Ich bin auch dabei. Ich bin auch hier. Ich bin wichtig, jo. Jo, jetzt okay. Jetzt einfach. So. Aber was will man so als. Was soll das denn machen? Als Animator sitzt man auch und denkt, was soll diese scheiß Pferd immer machen? Einfach so das. Oh, enough. Das Pferd schaut stolz. Aber ja. Fliegende Schaf hat's auch wieder reingemacht. Nice. Ja, das sieht jetzt ein bisschen albern aus, finde ich. So in diesem Comic-Stil von Frozen Throne. So, und jetzt hier sind wir bei einem großen Punkt. So, jetzt sind wir hier an einem Punkt, wo ein Mysterium, das sich lange schon durch dieses Format zieht, vielleicht endlich geklärt werden kann. Denn wir haben uns schon lange die Frage gestellt, der Avatar des Mountain Kings, Stein oder Eisen? Wir haben abgestimmt in der Creepjack-Community, 50-50. Es hieß, wir haben nachgeschaut in, sag ich mal, unkanonischen Quellen der Warcraft-Geschichte, dass es manche legendäre Mountain Kings gab, die sich auch in Eisen verwandeln konnten, viele aber in Stein. Auch die WoW-Zwergfähigkeit ist Stein. Ich glaube, wir haben eine Antwort jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt eine Antwort. Das ist eiskalt Eisen. Es ist Eisen. Wir haben es endlich gelöst. Es ist, könnte auch Stein es sein. Es ist Eisen mit Plasmaadern. So wie sich das für einen guten Zwerg gehört. Das ist schon fett. Das sieht schon geil aus. Aber es gibt ja zwei verschiedene Avatare, ne? Also was ist dann. Also es gibt einmal den mit Plasma und einmal ohne. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Obwohl auch die Körperproportionen ein bisschen merkwürdig sind. Aber gut, muss man schauen. Ist auch super dicht dran und so. Oh, ja, also ich Avatar das stimmt schon. So, was ist jetzt? Das ist jetzt nämlich ein anderer. Das ist wahrscheinlich dann Kampagnencharakter oder so. Die hat auch noch ein bisschen. Ich habe dieses Video 10-mal gesehen, das ist mir, ich hab's mir einfach nicht aufgefallen. Ja, ja, nee, ist, ich meine, also das heißt ja dann vielleicht auch verschiedene Skins für verschiedene Ultimates. Muss man eigenen Skin für das Ultimate kaufen? Kriegt man dann irgendwie Homer Simpson als Dämon des Dämonenjägers? Man weiß es nicht genau. Aber auch hier sieht alles relativ unüberraschend aus. Aber hier zum Thema Größenunterschied. Ja. Aber gut, das ist okay. Ja, nee, es ist ja völlig in Ordnung. Ich habe nur das Gefühl, dass es bei Frozen Throne nicht so ganz rausgestochen ist. Also wir haben jetzt die meisten Animationen gesehen, du kannst mal vorspulen. Ja, bis die Animation. Fast ganz ans Ende, glaube ich. Ich meine, wir sehen ganz auf jeden Fall viel. Das könnt ihr euch auch separat anschauen, auf jeden Fall.
bei Wowhead und das finden die alles sehr schnell. Es gibt momentan nicht so viele. Und auch hier so die Animation ein bisschen lame. Aber Starfall ist, im Vergleich zu, also in Frozen Throne war es ja das Ultimate. Ja. Und jetzt einfach ein bisschen lame. Ich meine, jetzt fällt es vielleicht auch ein bisschen mehr auf. Mein absoluter Lieblingsspell ist Vulkan. Ja, das kommt am Ende, deswegen sollst du kurz. Aber hier, ganz kurz zum Thema Tiere. Ich finde die Wölfe. Ich mag den Artstyle halt nicht, nee. Aber es ist alles so ein bisschen. Ich kann es auch nicht beschreiben. Es ist so ein bisschen. Diese Wespentaille, ja, nervt mich. Es ist einerseits der Look. Ist eigentlich weniger comichaft, aber manche Dinge sind dann doch so comichaft irgendwie. Und ich bin kein. Mir fehlen da die grafischen Begriffe, um das darzustellen. Aber hier auf jeden Fall, ja, okay, kann man machen. Und hier, also es gibt alle schon alle Menschenhelden, alle Orkhelden und die neutralen Helden. Könnt ihr euch angucken. Und hier natürlich Hobo-Goblin. Auch der ist überkrass. Super krass, wie riesig jetzt das ist. Also. Ich glaube, der normale Tinker, super geil. Und hier, jetzt haben wir mein Favorite. Wir haben den guten alten Firelord, der schon sehr an Ragnaros erinnert, in der Sache mit seinem genialen Ultimate Volcano. Und ich find's grandios. Also so muss es eigentlich auch sein. Das kann man einfach mal unkommentiert stehen lassen. Ja, so muss das aussehen. I heard you like volcanoes, so I put a volcano into your volcano, into your volcano. Oder ist ein kleiner Bug vielleicht. Ah, großartig. Und dann am Ende hebt er ab und fliegt zum Mond. Ja, also da, bei den Animationen ist nichts außer der Blizzard, was mich richtig abfuckt. Ja, ich habe noch ein paar Sachen, da kommen wir gleich dazu. So, okay, hier sind wir noch ein paar Einheiten. Hier sehen wir schon hier die Heldenlebensbalken mit der großen 4 hier. Ja. Mana, also auch von Gegnern sieht man dann genau, ah, der ist Level 3, hat ein gutes Auge drauf, welchen Heldenlevel der hat. Wir sehen die UI, die nicht mehr so ist wie bei der BlizzCon, sondern wieder so wie bei Frozen Throne, außer dass die Boxen links und rechts weggenommen wurden. Aber super ähnlich. Also da überhaupt keine Unterschied. Also da dachte ich mir. Das ist schon lame. Ist es lame? Also ich finde. Ja, wenn es einfach funktioniert, warum muss man es ändern? Es passt. Ich finde, es ist nicht modern. Für den Spieler ist es, glaube ich, gut. Wenn es nicht so minimalistisch ist wie bei Dota oder so. Wenn das aber auch der Observer-Mode ist, dann bin ich sauer. Weil da finde ich, es muss weg. Also oben muss weg, unten muss weg, extra anzeigen. Gimme. Ich habe da aber auch lange nachgesucht. Es gibt, glaube ich, noch keine Observer-Sicht. Also kein dritter Spieler, der zuguckt. Es gibt immer nur First-Person-Gameplay. Also ich kann Beta spielen so durch diesen Hack-Dings-League und sobald man ein Spiel startet mit Observern im Menü stürzt das Spiel ab. Ah, okay, weil das würde mich tatsächlich nicht auswählen, also auch mehr interessieren, aber ansonsten, wir sehen die neue Town Portal Scroll, auch jetzt mit dem Hearthstone-Symbol drauf. Also diese Blizzard-Universen verschmelzen ein bisschen mehr, wie ja auch auf dem Hearthstone in WoW. Ist jetzt blau, ja. Aber ansonsten, die Items, man erkennt sie alle noch, aber sehen halt ein bisschen fancy aus. Ja, so Mana Stone und Hearthstone und so sind ein bisschen anders, aber das Größte geht auf jeden Fall. Ja, ich finde, wie findest du denn die Icons? Okay, das ist jetzt bei Human nicht so schlimm. Ich finde die Icons, also das jetzt in der Mitte, ich finde da einzelne Units sehr schwer voneinander zu unterscheiden, weil das Farbschema sehr ähnlich ist, größtenteils. Ja, es stimmt schon. Es kommt auch so ein bisschen auf die Map an. Aber jetzt finde ich so mit den Lebensbalken, finde ich, geht's. Also ich finde, das unten, wo du meinst, ist nur die Icons hier unten. Ja, genau. Einfach die Icons da. Weil in Warcraft hast du eigentlich immer für jede Einheit, das kannst du sehr schnell unterscheiden, ob es ein Priest ist oder eine Sorcerer ist, ob es ein Footie oder ein Rifleman ist. Ja, ich finde die Rifleman noch am besten. Aber ich habe die Undead-Icons so durchgeguckt und das verglichen. Ich erkenne es nicht. Ich erkenne die Banshee. That's it. Ja. Ob es jetzt ein Ghoul ist oder eine Fiend, sehe ich nicht. Ja, das ist irgendwie oft so, dass wenn die Grafik besser wird, die einzelnen Dinge schwerer zu unterscheiden sind, weil irgendwie alles mehr Texturen, alles hat mehr Details. So ging es mir mit Battlefield 3. Ich bin großer Battlefield Bad Company 2 Fan und musste bei Battlefield 3 aufhören, weil ich habe nichts mehr erkannt. Ja. Ich lag auf dem Hochhaus und habe mit meinem Scharfschützengewehr auf einen Gegner gezielt und nach 5 Minuten gemerkt, das ist kein Gegner, das ist eine Satellitenschüssel. So, weil ich habe es nicht erkannt. Und ich saß da, dachte mir, gut, ich muss hier aufhören. Es ist einfach zu krass, ich erkenne es einfach nicht mehr. Und es könnte hier auch passieren. Aber ja, haben wir ja noch ein Video. Wir hatten mal ein Video noch, eigentlich. Eigentlich noch zwei, glaube ich. Aber vielleicht sind die auch wieder nicht drin. Ich habe dir das im
Slack geschickt, ne, das Video, aber Ich weiß nicht, also hier haben wir noch mal, ich habe ja einige Videos aufgemacht, wir können mal so ein bisschen ins Gib mal ein, Human vs. Orc oder so. Reforged Human vs. Orc war das, glaube ich, oder guck's bei Slack. Findige Leute haben natürlich schon was hochgeladen, auch gegeneinander mit so was? Ja, da Max-Settings, ja. Ja. Ja, bist du ein bisschen krank oder was? Nee, gar nicht. Gut. Nicht, dass ich dich angesteckt habe letzte Woche oder so. So, hier sieht man es, zum Glück hat er die Health Bars angemacht. Ich hasse es, wenn Leute Gameplay-Footage hochladen ohne Health Bars. Natürlich vielleicht noch mit der Variante nur bei Schaden, aber hier sieht man schon. Ja, jetzt zoomt er rein und so. Also, ja, der Mountain King ist halt so klein und dafür aber auch nicht kräftig genug, finde ich. Also, siehst du das? Ja, das, du, ich glaube, du hattest bei diesem Comic-Stil von dem Original mehr Möglichkeiten, anatomisch unmögliche Dinge zu machen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, bei Mountain King, da kommen die Beine direkt aus dem Kopf. Einfach, der ist halt einfach super stummelig. Aber es ergibt Sinn, weil es sieht eh alles, man erkennt eh nichts. Ja. Und jetzt, wenn du da den Körper animieren musst, dann muss das halt alles so halbwegs Sinn ergeben. Deswegen ist es jetzt ein bisschen komisch. Aber hier sehen wir schon die Gebäude und die Höfe und die Milizen. Und ja. Ja, ist mein vieles Geschmacks. Ich finde, es hat manchmal, ich weiß auch nicht warum, es hat manchmal, und das finde ich jetzt zum Beispiel, da habe ich hier noch einen gefunden, dass es manchmal so eine Clash of Clan-Ästhetik hat. Ja. Dadurch, dass es so dieser teilweise auch sehr kontraststarke Comic-Stil ist, irgendwie, wie die rauspoppen. Aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Map an, irgendwie. Aber es hat irgendwie, also auf den ersten Blick hat man manchmal so dieses Gefühl, dass es so diese Clash of Clans Spiele sind, aber es ist so ein Artstyle, der so ein bisschen vielleicht verbraucht ist. Ich find's auch nicht ganz konsequent, wenn du dir das Sanctum und den Altar anguckst, die sind anders grau als zum Beispiel die Barracks und die Tower. Ja, so, also, ja, ja, genau. Weiß ich nicht warum, was das soll, warum macht man sowas, aber ich find, man kann die Gebäude alle sehr gut erkennen, zumindest bei Human. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich mal so zu 12 irgendwas hier sehen. Ich möchte noch eine Kleinigkeit rausarbeiten, weil mich interessiert primär der Gameplay-Aspekt des Ganzen. Und was ich super cool finde, ist, man sieht die XP, die gewonnene XP plus 68 XP finde ich super, weil man vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, wie viel XP wert ist, wenn man das einfach immer sieht. Und als Caster hast du natürlich dann immer die Möglichkeit, den Last Hit richtig zuzuordnen, wenn das farblich einge ist, wenn man sieht als Observer. Ich hoffe, dass man sieht als Observer. Weil jetzt ist es oft so, dieses, wer hat den Last Hit bekommen, man weiß nicht genau, man muss immer den XP-Bar, du kennst es ja besser als ich. Das fände ich einfach cool, dass es jeder sofort sieht, wie viel XP man bekommen hat. Finde ich toll. Was noch nicht drin ist, ist, wenn du was baust, hast du kein Grid wie bei StarCraft. Das wäre schön, gerade fürs Basen zu bauen oder nicht zu bauen. Oh, du hast recht, da habe ich gar nicht dran gedacht, das wäre mega gut. Und natürlich, man hätte, was man auch hätte machen können, kommt vielleicht alles noch, so eine Reichweitenanzeige, auch so ein bisschen wie bei League of Legends, dass wenn du den Stormbolt aktivierst, du entweder einen Kreis hast oder halt so diesen Strahl, wie weiter geht, in welche Richtung. Du siehst die Creeps jetzt, ne? Mach mal nicht weiter. Mach mal einfach Stopp. Ja. Was sind das für Creeps? Das ist ein Ogre, ja. Ja, ein Ogre und zwei Knolle. So, aber jetzt ganz kurz. Also ich, sagen wir das jetzt einfach nur, weil wir die alte Version einfach hunderte Stunden gesehen haben und jedes Modell sofort auch nur an einer Haarsträhne erkennen und wir einfach hier Zeit brauchen, uns zu gewöhnen. Es ist ein bisschen matschig, es stimmt schon. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht die besten Augen, ne? Aber ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wo der Ogre Mauler anfängt und wo der Poacher aufhört, also die beiden unten. Ja. Ja, es stimmt schon. Deswegen bin ich ein Freund der Health Bars. Sodass ich einfach mit meinen Glubschgurken einfach überhaupt nicht nie die Einheiten anschauen muss, sondern ich weiß, die Einheit ist irgendwo unter dem Health Bar. Und ja, gut, aber du musst zum Beispiel musst du bei einem Creepcamp wissen, ist es eine Gnoll Warden, die dich purgt? Ja, das weiß ich auswendig. Ich kenne doch die Map. Ja, genau. Ja, ich bitte dich. Oder ist es ein Assassin, der dir Gift gibt? So, das weiß ich nicht. Kill-Counter für Units wäre gut, wie in StarCraft. Ja. Wäre auch nett. Obwohl man bei StarCraft, ich weiß noch genau, als StarCraft rauskam, alle, oh, Unit-Kill-Count. Und im Endeffekt ist es scheißegal. Niemand guckt da jemals drauf. Außer man hat mal so einen Koloss, der dann irgendwie so 40 Zerglinge getötet hat. Ich glaube, bei StarCraft ist es ein bisschen anders, weil da schmeißt du die Units da einfach weg wie Müll. Ist bei Warcraft
hast du eine ne kleine engere Verbindung zu deinen Stimmt Jungen. Schon. Und wenn du so einen Footman hast, der 4 Kills hat, ja, denkst du genau. dir schon, geiler Dude. Ja, ja, stimmt schon. Ja, so 12 Minuten oder so, da kommt, glaube ich, ein Fight. Und dann, ja, na, ist es da schon. Hier sehen wir auch XP. Oh, wie viel die beiden Helden auch bekommen. Das ist ja geil. Das, okay. das finde ich super. Guck mal, hier sieht man, geschert wird. Nice. Dass es geschert wird und auch zu welchem Anteil es geschert wird. Also ich finde, EP ist ja auch so ein kryptisches Element ein bisschen bei Warcraft. Hier sieht man, er kriegt 46, er kriegt 29. Super geil. Und warum, der niedrigere Held kriegt mehr EP? Ich wollte gerade sagen, warum ist das so? Frage an Florentin Will. Weil die schon T2 sind. Aber beide sind T2. Warum kriegt der eine mehr, der andere weniger? Ich dachte auch. Was ist so das denn? Aber guck mal, das ist ja gut, dass wir jetzt drüber reden. Ja, das ist ja gut. Das Theorieteil noch kurz hier eingebaut. Ach, kriegen die anteilig? Also kriegt der Kleine 4/5 und der Große 1/5? Nee, stimmt auch nicht. Du hast ein Penalty auf den Leveln. Also je höher du im Level bist, desto weniger Erfahrung kriegst du von Creeps. Deswegen von Level 4 zu 5 creepst du dir den Wolf ab. Von 1 bis 2 geht super schnell. Und wir lernen was dazu. Das wusste ich wirklich nicht genau, wie das funktioniert. Das ist bei Gegnern, ist es egal. Also wenn du Units von einem Gegner killst, dann wird das gleich gesplittet. Aber bei Creeps, du kriegst weniger Erfahrung von Creeps, wenn dein Held ein hohes Level hat. Geil. So, und wir sehen hier zum Beispiel auch unten den Cooldown. Hier unten beim Stoneball kann man sehen in Sekunden. Ja, ist nett. Sehr hilfreich. Und es gibt immer noch diese Treasure Box, ne? Habe ich mir auch überlegt, weil bei Dota, wenn du dann Item auf dem Boden liegst, dann siehst du das Item selbst. Ah, okay. Also, die ist dann keine Box, sondern du siehst das Item. Du siehst die Axt, du siehst den Trank. Hätte man bei Warcraft auch machen können, aber man ist bei dieser Truhe geblieben. Ist auch okay. Ich meine, man will ja das ursprüngliche Spiel beibehalten, von daher. Ich meine, bei 12 Minuten pusht er, glaube ich, den Berg hoch und dann sieht man mal Ork-Kram. Ja. Okay, der ist gleich ein Fight. Bin ich mal gespannt, ob Leute, ob das alles so ist ja schnell. Noch unterscheidbar ist. Und ob man weiß, wie viele Units da jetzt da sind. Da haben wir Healing Wave gesehen. Serpent Wards, sehr groß. Ja, sehr groß. Und man sieht die XP, ich finde das geil, aber ja. Ich finde, so geht's. So kann man erkennen, wie viele Grunts sind da, wie viele Headhunter sind da und so. Da hatte ich ein bisschen Sorge vor, dass das anders ist. Ja, die Computer-KI gewohnt bescheuert. Gut, dass sie da ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, achso, es steht drüber. Okay, alles klar. Ja, das ist schon ganz nice. Es gibt noch einen Fight in der Base ganz am Ende. Ich weiß nicht, eins würde ich noch gern kommentieren, was mich stört, aber es ist vielleicht auch nur so eine Kleinigkeit. Hier sind auch die Greifen und nochmal die Schützen, da ist ein Blademaster, die Auren auch alle neu. Der Blademaster sticht nicht mehr, hast du gesehen? Der macht aber der hat doch zwei Animationen. Ja, aber er sticht nicht mehr zu. Wie echt? Sonst, ne? Gar nicht mehr? Nee. Aim Strike, nein. Hier ist der Untätige. Okay. Der sieht schon cool aus. Das hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass mehr Gebäude so einen individuellen Look haben wie der Adlerhorst. Aber der Adlerhorst. Der Greifenhorst. Warum heißt das eigentlich Horst? Gute Frage. Ich weiß. Gute Frage. So, gewinnt. Und jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau. Hier sehen wir auf jeden Fall, dass es war das hier? Ich glaube, hier sehen wir nämlich hier sehen wir den Wasserelementar unter anderem und hier auch die Caster, Sorceress. Inmitten von Sachen. Hier der Wasserelementar. Auch krass, ne? Ja. Sieht schon sehr Morphling-mäßig aus. Und jetzt hier, gedacht. Achtung, die Priests hier oben. Die Priests, er hat leider die Healthbars nicht an. Mich nervt. Aber ich finde, die Heal-Animation ist riesig. Ja. Hast du die mal gesehen? Die ist riesengroß. Ja. Achtung, wir sehen es gleich. Wahrscheinlich, wenn er Schaden bekommt. Vielen Dank an @strideroff für dieses Gameplay. Auf jeden Fall. Hier. Warte. Ich glaube, sie heilen noch nicht. Ja, also jedes Mal da, oder? Ja, hier, zack, genau. Zack. Zack. Hier, diese riesigen Lichtkegel. Ja, für ein kleines bisschen Healing, was hier, da nicht so. Auf ihm sieht man es jetzt. Hier, diese riesigen Lichtkegel. Ich meine, stell dir mal so ein Breaker War vor, wo jeder 10 Priests hat und 10 Breaker und ist einfach so eine Lightshow und einfach kriegst einen epileptischen Anfall. Oder gibt's noch Dispel oben drauf? Ja, und dann also das nervt mich, weil ich finde immer, ich finde ja die Philosophie gut, je
mehr Informationen, also die Animationen sind ja nicht nur schön zum Anschauen, sondern sie vermitteln ja auch Informationen, ja, an dich und an deine Gegner. Ja. Und je mehr Auswirkungen ein Effekt hat, desto größer sollte die Animation, mhm, sein. Stichwort Anti-Magic Shell. Riesige Animation, vielleicht zu riesig, aber es ist für den Gegner sehr wichtig zu sehen, welche Einheit Anti-Magic Shell hat und welche nicht. Ja. So. Und Heal ist fast gar keine Information. Nee. Dir ist scheißegal, welche Einheit geheilt wird und du weißt, wenn Priests anwesend sind, dann wird geheilt. Das ist also aber dieses so drei Partikel oder so. Aber wie gesagt, alles Beta, noch vor Beta sogar. Wir wissen nicht, ob's läuft. Hier sehen wir auch noch mal ein Ork-Gameplay ein bisschen. Und wir hören mal rein jetzt nämlich, denn wir haben hier sogar auch schon die Sprachausgabe, ui, die deutsche Sprachausgabe von Blutnowski. Vielen Dank an ihn, der sich da reingehackt hat. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir hören hier schon ein bisschen Orks. Wege kreuzen sich auf der Pirsch. Das ist jetzt der Beastmaster. Was ihr wollen. Da haben wir einen Peon gehört. Das ist die deutsche Ausgabe. Muss was getan werden? Alles klar. Meine Beute naht. Das ist der neue Level-Up-Sound. Ja, genau. Also, es ist ja ähnlich, aber es ist ja komplett neu. Ich frag mich, warum das überhaupt neu gemacht wurde. Die Soundsachen. Also, ein Argument ist ja so ein bisschen, dass man die originalen Sprecher verwendet. Also die aktuellen Sprecher für die Figuren im Warcraft-Universum. Ja. Also, dass dieselbe Synchronsprecherin Jaina spricht, die auch Jaina in WoW spricht. Aber so für Peons und so ein Zeug? Ich habe bisher nur die russische Version gehört. Die klingt wie immer sehr sanft, ja, so wie man es gewohnt ist. Also, ich kann dazu noch nicht viel sagen, habe ich noch nicht. Ist mir auch egal eigentlich. Ich bin da nicht so ein. Bin da nicht so. Fanatisch wie andere. Und hier sieht man es, also auch die Health Bars sind an der Spielerfarbe angepasst. Also hier gelb gegen lila. Ich glaube, das kann man auch ändern dann natürlich mit den Farben, wenn man es rot und blau immer hat. Wir haben, glaube ich, sehr viel kritisiert, aber ich finde das schon, also ich finde es sehr viel besser als erwartet soweit. Ich habe ein großes Problem noch mit den Lava Spawns, aber das ist vielleicht eine persönliche Geschichte. Die Lava Spawns? Ich finde die so schlimm. Habe ich gar nicht gesehen. Hässlich. Wo sieht man die? Keine Ahnung, hat irgendein Russen-Streamer einen Lava Spawn einen Firelord gespielt. Das ist für mich das Schlimmste. Muss auf Reforge noch eingehen. Achso, hast du schon. Hm. Also, sie war in irgendeinem Stream, mal, keine Ahnung. Vielleicht finden wir die. Aber auf jeden Fall. Ansonsten lade ich es euch auf meinem Twitter-Account hoch später. Hier gab es auch schon ein 4 gegen 4 Spiel. Hier kann man schon mal sehen, wie das im Getümmel dann komplett aussieht. Mit den unterschiedlichen Spielerfarben. Finde ich aber, also ich spiele kein 4 gegen 4, aber ich glaube, der Übersicht ist das großartig. Ja. Wir haben schon viele Einheiten. Und wie gesagt, noch komplett gar keine Nachtelfen und untoten Einheiten. Schade. Aber vielleicht zur BlizzCon. Hoffentlich zur BlizzCon. Wenn nicht, was sagt das über das Spiel? Was sagt das über den, über the state of the game. Wenn die keine Nachtelfen, keine Undeads auf der BlizzCon haben. Ah, weiß ich nicht. Bestimmt. Oder? Wird natürlich gejoked, dass es so DLC ist und so. Ja. Kannst du ja nicht machen. Aber wenn man die Hälfte der Rassen nicht in eine Beta packt, finde ich schon ein Statement. Das ist halt dann auch ein bisschen ein Kommentar auf den Release. Dann kann man vorstellen, das dauert auf jeden Fall noch eine Weile, bis ja, es ja, genau, released wird, also das, oder so, und ja, fertig. Was mich so ein bisschen beunruhigt, ist, dass man noch nicht viel gesehen hat zum Thema Hotkeys. Es gibt, glaube ich, die Grid-Version, genau, kann man anklicken. Ja. Aber kein, sage ich mal, im Spiel-Interface, nee, um die Hotkeys zu aktualisieren, wie man es bei StarCraft und bei Dota sieht. Ja. Das fände ich super schwach, wenn das nicht, ja, drin ist. Weil das ist, StarCraft 2 ist vor 10 Jahren released worden. Da ist es drin und du kannst genau sagen, was soll was. Und die Einheiten spezifisch durch Hotkeyen. Ja. Und das wäre so fucking schwach, wenn das nicht drin wäre, muss ich wirklich sagen. Also es gibt eine Option Custom auch. Weiß nicht, ja, ob das, okay, ja, ist. Aber übrigens, das Grid-Ding funktioniert auch noch nicht. in der ja, aber wenn es, ja, drin ist, also das ist ja die Frage, was Custom heißt. Ob dann noch mal ein extra Fenster aufgeht. Ja, genau. Mit Optionen. Und ich meine, wenn du dir mal Dota 2 anguckst, was du da für Optionen mittlerweile drin hast, wo du sogar die Minimap größer machen kannst. Also wo du all dein ganzes Interface komplett variabel gestalten kannst. Es sagt schon viel, finde ich, dass wir uns Sachen wünschen, die normal sind für Games, ja, die vor 10 Jahren rausgekommen, ja, sind. Ja, das ist richtig. Das ist nicht gut. Nee, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Aber wie gesagt, vielleicht ein Bild von Juni, vielleicht ein halbes, ja, Jahr her, nee, vielleicht alles nach. Also vielleicht, es ist ja auch null wichtig,
für eine Beta. Ja. Also für eine interne Release-Candidate. Ob da jetzt Hotkeys drin sind, da ist doch denen da egal. Ich glaube, das ist auch eine normale Entwicklungsphase bei einem Spiel, das neu aufgelegt wird von einem Spiel, das man liebt, ist erste Phase. Bitte versau's nicht, bitte versau's nicht. Ich bin um alles froh, was nicht schlecht ist. Und vielleicht kippt es irgendwann in. Ja, ja. Geil, geil, was, ja, genau. Was gibt's noch? Dazu noch, also wenn ihr jetzt irgendwelche Streams und Videos seht und seht, dass es ruckelt und die Frames noch nicht perfekt sind, ist relativ normal, dass das am Ende gepolished wird. Ja. Also wenn er jetzt, wenn es ein bisschen ruckelt, dann ist es für eine frühe Version sehr normal. Ja, und sucht auch, also wer da Bock hat, sich mal einen Nachmittag durchzuklicken, sucht einfach nach Reforged. Ihr findet super viel schon mittlerweile, schon viel Gameplay, könnt ihr euch alles angucken und eigentlich jeder hat dazu schon was rausgehauen. Sehr cool, kann man auf jeden Fall viel machen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ein bisschen beruhigt, ich bin ein bisschen beruhigt. Ich habe mir das alles so viel schlimmer vorgestellt. Also ich brauche noch ein bisschen, um an den Punkt zu kommen, um zu sagen, ich bin jetzt auf null. Ja, ja, das ist. Und dann obendrauf, also sowas wie rauszoomen können als Observer, irgendwie Statistiken als Observer, irgendwie bessere Hotkeys, der Replay direkt angucken Button nach dem Spiel, das sind alles Dinge, die ich gerne hätte. Aber da bin ich noch skeptisch. Aber wie gesagt, wir wissen alles noch nicht, was passiert. Ja. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt ihr gerne in die Kommentare, worauf ihr noch Bock habt. Wie gesagt, natürlich immer mit dem Disclaimer, ist alles noch vor Beta und man weiß es nicht. Und niemand hat Ahnung, ob das überhaupt die Licht der Öffentlichkeit hätte erblicken sollen. Ja. Aber wir sind auf der BlizzCon und wir werden social-mäßig da alles begleiten, was passiert. Also folgt uns gerne auf Twitter und Instagram für die heißen News. Für Warcraft 3 Reforged. Ich hoffe, der LAN-Modus bleibt erhalten, schreibt Cheesy X. Hm? Ist der nicht bei StarCraft auch raus? Ich glaube, bei StarCraft 2 war der LAN-Modus raus. Ich weiß nicht, ob die ihn irgendwann dazu gepatcht haben, aber mit Sicherheit ist der raus, weil es öffnet ja Tür und Tor. Ja, von daher glaube ich nicht, dass es so Third-Party-Dinger. Von daher glaube ich nicht, dass es das gibt. Aber auch dass man in der alten Grafik spielen kann, ist, glaube ich, ganz cool. Und man kann ja auch alle Maps direkt importieren, wie wir auch schon gesehen haben. Die spielen ja alle auf alten Maps, die einfach direkt importiert werden. Das heißt, auch unsere Community-Maps werden auch alle in Reforged alle spielbar bleiben. Beach of Death, Leute, ist nicht weg. Ja, sei Dank. Keine Angst. Ich krieg da schon wirklich nachts Anrufe von panischen Zuschauern. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Wie lange haben wir jetzt geredet? 50 Minuten. 50 Minuten, aber es muss sein. Du, wir haben uns so lange, wir haben so viel Sendezeit eingespart in den letzten Wochen mit Reforged News. Es wurde auch schon auf Twitter gefordert, dass es viel Reforged Talk gibt und es gab jetzt sehr viel Reforged Talk. Also, wenn ihr irgendwas ändern wollt, beschwert euch. Oder wenn euch das nicht gefällt, dann beschwert euch bei den Leuten, die es gewünscht haben. Nee, muss sein und ich bin froh, dass es vom Gameplay her sehr ähnlich aussieht. Es fühlt sich genauso. Ja, ich habe auch keinen Zusatz. So wie die Einheiten rumruckeln und rumklumpen, ich dachte mir, ich bin zu Hause. Es ist für mich ein bisschen komisch, weil die einzigen Hotkeys, die man benutzen kann, sind die Standarddinger und ich bewege mich halt mit Q und nicht mit M. Von daher fühlt es sich einfach noch ein bisschen komisch an, dass ich M drücken muss die ganze Zeit für Surrounds und so weiter. Ja. Aber es reagiert genauso wie Warcraft und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ist noch manchmal ein bisschen schwer, ein paar Hitboxen zu treffen. Aber ja. Du hast es schon gespielt. Ja. Und hast du mich nicht eingeladen, mal bei dir? Mal vorbei. Ich hab deine Handynummer nicht, tut mir leid. Ich krieg noch Preise, übrigens. Oh, hier sind wir Neid. Oh, aber das ist nämlich ein Punkt. Oh, das finde ich ganz spannend. Weil, ganz kurz, nee, zum Thema. Meister der Ablenkung. Stopp, ganz kurz zum Thema. Weil wir haben ja die neueste Technologie, die wir momentan im Spiel haben, ist Sundering Blades. Mhm. Neu dazugekommen. Mhm. Und Sundering Blades ist eine Technologie, die man von außen sehen kann. Mhm. Man kann sehen, dass der Knight Sundering Blades entwickelt hat, wegen dem glühenden Schwert. Und da habe ich mir überlegt, ist das jetzt der Vorbote zu Reforged, dass alle Technologien von außen einsehbar sein werden? Ich habe jetzt in den Reforged-Sachen weder Sundering Blades gesehen. Hier sehen wir einen Knight. Der hat noch nicht mal sein Schwert in der Hand. Von daher weiß ich nicht. Also hier, das ist eine ganz merkwürdige Situation, weil da sind alte Nachtelfen-Modelle jetzt mit drin und alte Modelle, aber die Menscheneinheiten sind neu. Hier sehen wir den Knight. Und das habe ich auch darauf geachtet bei den Einheiten, ob es Anzeichen gibt, dass man sowas sehen kann. Wie zum Beispiel. Wie willst du das denn machen bei Burrow?
Naja, keine Ahnung, da hast du irgendwie eine Schaufel. Ja, genau. Keine, so eine Stirnlampe oder sowas in der Bagger. Richtung. Naja, gut, aber zum Beispiel jetzt, ja, aber das ist ja schon strange, dass Thundering Blades die einzige Technologie sein soll, die man von außen sieht. Was ist denn mit Pulverize? Disease Cloud? Disease Cloud, gut. Aber sowas wie Pulverize. Ich meine, so aktive Sachen wie Ensnare, aber Battle Drums kann man auch sehen von außen, ne? Ob das upgraded ist. Ob der Trom, ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nicht, ob man es. Aber das ist schon merkwürdig. Wäre das nicht geil, wenn der auf beiden Seiten eine Double Bass bekommt? Ja, richtig schön. Aber es gibt ja auch die Elite Torrent Chieftain Band. Ja, ja. So geil. Ja, auch drin. Aber da habe ich noch nichts gefunden, dass man diese Upgrades von außen sehen kann. Wo ich ein bisschen verwirrt bin, warum das mit Thundering Blade so ist und mit anderen nicht. Es ist ja schon gut. Wie gut. Dass es gibt. Ja, aber das ja neu wird es bei allen anderen auch geben? Also kann man mit dem Mountain Giant dann ansehen, dass er Resistant Skin hat oder nicht? Weil das würde mich schon manchmal interessieren, das wäre cool. Der ob der das hat ja. oder nicht. Ja, das wäre gut. Werden wir dann hoffentlich irgendwann erfahren. Ja. Ihr könnt euch weiterhin die ganzen Modelle anschauen, natürlich auch bei Back to Warcraft. Ja? Okay. Also wir haben News-Videos rausgehauen, aber ich werde da keinen Content mit kreieren. Ich werde so ein bisschen mich da reinfisseln und mir ein Bild machen und so, aber ich glaube, das ist nicht so geil, mit geklauten Versionen Content zu erstellen. Es gibt aber schon die Icons von allen Einheiten, ne? Weil du gerade gesagt hast, der. Ach, scheiße. Ja, die Icons sind, glaube ich, nicht auf WoW-Head. Genau, auf dem Oktober. Da hast du sie gefunden. Hier mit den ganzen Icons, da kann man schon ein paar Einheiten sehen von Undead und von Nachtelf. Und was das confirmed, ich weiß nicht, welches das jetzt ist, es wäre super fisselig, das rauszusuchen. Es gibt auf jeden Fall Icons für Möwen? für verschiedene Geschlechter von Helden. Also es gibt einen Female Demon Hunter. Aber ist man sich da sicher? Kann das nicht eine Kampagneneinheit sein? Natürlich, es kann alles sein. In Warcraft kann das alles sein. Vielleicht finden wir auf Anhieb mal sowas in der Richtung. Aber ja, also wo du meintest, dass es ja dann auch wieder auf Skins hinweist, dass man dann einfach einen weiblichen Demon Hunter oder weiblichen Death Knight oder sowas in der Richtung haben kann. Aber ja, sieht alles sehr ähnlich aus, aber halt so ein bisschen upgegradet, bisschen frischer. Ja, also wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die farbliche Abgrenzung von diversen Einheiten, gerade was Undead angeht. Guck mal, ob wir den Mountain Giant finden. Als erstes. Oh, der ist so cool. Der sieht so badass aus. In Warcraft 3 ist der ja so der knufflige, niedliche, ne? Ja, der sieht super strange aus. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dass der einfach ein bisschen bescheuert aussieht. Ach, in Warcraft 3 meinst du? Ja. Ja, das ist, der ist ein bisschen derpy und ein bisschen, der hat vielleicht einen Baum zu viel geraucht oder so. Der Peon ist schon ein bisschen strange, oder? Also, das ist dann schon so. Das ist ja auch so ein Ding, so man hatte ja mit diesem Comic-Stil hat jeder sein eigenes Bild von den Einheiten und jetzt so, das ist wie so, wenn dein Lieblingsbuch verfilmt wird, so, nee, so sieht der aus. Ja. Wie? Dickes Negativ-Shoutout an Eragon. Orb of Corruption? Ja, ist schon cool. Orb of Venom? Was ist das? Orb of Slowness? Das ist ein Kampagnen-Ding. Neuer Orb? Das ist ein Kampagnen-Orb. Der Naga? Orb of Slowness? Hör mir auf, ey. Orb of Frost? Orb of Kil'jaeden, Orb of Lightning. Ah, schnell, alles cool. Ja, die Orbs sind schon ziemlich cool. Ist schon cool. Schaut es euch an, auf jeden Fall. Findet viele Dinge, falls euch irgendwas auffällt. Falls ihr irgendwelche geheimen Informationen findet in den ganzen Daten, lasst sie uns wissen. Über Gameplay-Sachen oder was auch immer. Und ansonsten machen wir jetzt ein kleines bisschen Werbung. Und dann, ich habe, also, Janis ist hier reingekommen und hatte so ein Lachen im Gesicht. Ich dachte mir, Janis, was ist los mit dir? Was ist los? Und Janis hat gesagt, ich will heute einfach ein paar Noobs wegballern. Jetzt wird geballert! Ich will hier einfach ein paar Leute wegfragen. Ist mir scheißegal. Janis spielt heute ein bisschen. Ich werde kommentieren, ich renne rüber. Und zwar, gegen wen willst du heute spielen? Dich! Genau dich! Wir treffen uns gleich im Battle.net. Also, ladet Warcraft 3. Schreibt eure Hotkeys und macht Janis fertig. Bitte, ernsthaft, macht ihn fertig. Ich wurde jetzt schon oft gedemütigt hier. Heute ist Janis dran. Gleich nach Werbung. Mich hat mal ein Pferd getreten. Herzlich willkommen zurück bei Creepjack. Schön, dass ihr da seid. gleich geht es los. Janis, guckt ihn euch jetzt mal an. Ich will noch einmal Janis sehen. Sein lachendes, fröhliches, dickes Gesicht. Was ist das denn schon wieder? Jetzt bist du eine Haus weiter und fängst an, mich zu dissen. Nein. Dick an Freude und Euphorie. Ja. Du warst doch kein Janis. Ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, wenn du Ärger willst, kannst du Ärger haben. Ich komme dir rüber. Okay.
So, Jannis spielt. Jannis hat gesagt, hier ein bisschen was von diesem Community-Frischfleisch baller ich einfach weg. Ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Oder ob Jannis hier ein bisschen die Community unterschätzt, falls ihr Bock habt, gegen Jannis zu spielen. Jannis mal so richtig zu zeigen, wie es ist zu verlieren. Wie es ist, Florian Will zu sein. Dann lockt euch jetzt ein und kommt ran. Warte mal, pass auf. Wenn ihr richtig gut seid, dann macht lieber was anderes. Geht mal, kocht was. Oder so. Oder geht Sport machen. Aber schaltet natürlich nicht aus. Der Stream läuft schön weiter. Aber macht doch irgendwie. Oh, ich hab so Origami oder so. Ich hab so viel Back to Warcraft geschaut in der letzten Zeit. Das ist sehr löblich. Sollten alle tun. Macht euch richtig Spaß. Ich glaube, die nächsten 3 Tage casten wir 30 Stunden. Das ist schon auf dem Weg zum 24/7-Sender. Okay, warte, wie machen wir das jetzt denn? Du schickst mir den Game Name im Slack. Okay. Weil ich habe ja immer noch nicht deine Handynummer, sonst könntest du mir das ja auch im WhatsApp schicken, aber die Distanz ist hier noch. So, und ich will nicht, dass du mein WhatsApp-Bildchen siehst, das ist sehr peinlich. Ja und? Du bist generell, also macht ja keinen großen Unterschied. So, warte. Ja, das, okay, das wird beim zweiten Spiel besser laufen. Sagt er jetzt. Okay, gut. Wunderbar, ich bin sehr gespannt. Ganz kurz an euch da draußen, die ihr mitspielen wollt. Wir wollen auch mal was anderes als Human and Orc auf diesem Sender sehen. Ich habe die Kommentare gelesen, also falls da Night Elf-Spieler da draußen sind, ihr bekommt Sonderrechte. Und du kannst jetzt joinen, Jannis. Ja, ich bin drin. Ich brauche. Ach so, ich kann nach oben. Ach so. Alles klar, wir haben unseren ersten Mitspieler und zwar ist es Tika geworden. Ich würde die anderen Observer noch kicken. Es gibt keine anderen Observer. Doch, Varun und Schildkröten. Du musst runterscrollen. Ach, runterscrollen. Ach, sorry, Entschuldigung. Weil die sind doch alle offen, die muss alle weg. Ach, das ist ja krass. Da gibt es aber so einen Befehl, ne? Wie diese Close-All-Befehl oder was? Ich weiß aber nicht, ob mit Punkt oder mit Ausrufezeichen oder mit Slash. Du, bevor ich jetzt das gesamte Battle.net lösche, lass ich's lieber. ja, herzlich willkommen, Tika. Du spielst Ork und wir haben ein kleines Reinkommerspiel auf Echo Eyes. Ich bin sehr gespannt. Wie haben die Leute den Namen rausgefunden? Das ist verrückt. Ja, eigentlich wollte ich ihnen den Namen erst kundgeben. Der Name ist Jannis Ballard ist. Und da seid ihr anscheinend so draufgekommen. Nicht schlecht. Tika zumindest hat es geschafft. So, seid ihr bereit? Jawohl. Ihr seid beide Team 1. Ich weiß, dass du ein harmoniesüchtiger Mensch bist und im Team spielen willst, aber so funktioniert's nicht. So, Freunde. Warte mal, stopp, Moment! Viel Spaß, Jannis! Mach sie fertig! Ich hab hier noch keinen Sound. Mach sie fertig! Oh Mann, ey, du bist so ein Betrüger einfach! So, herzlich willkommen natürlich in diesem ganz fantastischen Spiel zwischen Jannis Neo-Sharks und der Creepjack Community, die hier dargestellt wird durch Tika, den. Er hat einen langsamen PC, der Ork. Der einen sehr langsamen PC hat. Wir starten hier ins erste Spiel ganz locker natürlich auf Echo als einer schnellen Map, damit Jannis hier mal irgendwie eine schnelle, kurze Sache draus machen kann. Jannis kam heute rein und hat gesagt, ich will heute einfach ein bisschen Noob-Blut an der Wand sehen. Und ja, Tika ist der Erste, der das jetzt zu spüren bekommt. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass wir ja auch so ein paar Dreckslamer in der Community haben, die Jannis mal so richtig an die Wand lamen. Jetzt einfach mal so ein schöner Burrow-Rush oder irgendwie dann irgendwie Tinker oder so ein Bullshit oder sowas in der Richtung. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich war diese Woche ein bisschen gebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem 4-0 der letzten Folge habe ich, und das meine ich wirklich ernst, ein bisschen den Spaß an Warcraft verloren und musste erstmal ein paar Spiele spielen, ohne Zuschauer, ohne Druck, einfach um ein bisschen meinen Spaß an diesem Spiel zurückzufinden. Und es ist mir gelungen. Währenddessen wurde ich aber auch ein paar Mal Hardcore gelamed und Tinker Rush und fucking Zeppelin. Von daher will ich Jannis jetzt ein bisschen bluten sehen, aber wir sehen hier. Er meinte, er will die ersten Spiele mal so ein bisschen Standard spielen, natürlich. Als Undead hat man ja mittlerweile ein bisschen mehr Möglichkeiten als immer nur DK Lich. Wir sehen den Dreadlord zum Beispiel ab und zu mit entweder Fast Expansion oder einfach mit einer Menge Ghule. Und Jannis macht sich hier auf den Weg zu scouten. Wir sehen wahrscheinlich hier den DK. Ganz klassisch. Währenddessen es hier bei Tika der Blade Master wird. Auch da natürlich freue ich mich, dass er Jannis so ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie es hier sein wird. Jannis meinte, er ist ein bisschen eingerostet. Aber ihr wisst alle, was das heißt, wenn Jannis das sagt. Er ist ein sehr bescheidener Mensch, ja, der das alles mal so ein bisschen runterspielt irgendwie.
Von daher glaube ich, dass er hier so ein bisschen zu Hause natürlich sich schon ein bisschen die Finger warm geknetet hat und jetzt so ein bisschen hier so ein bisschen aufspielen kann, weil niemand ist hier völlig unvorbereitet. Er geht hier schon mal ein bisschen rein. Natürlich immer interessant zu sehen. Jannis, der natürlich mich immer zum Scouten ermahnt und so. Wir schauen mal, wie aktiv er in diesem Spiel scouten wird, wie er das umsetzen wird. Ansonsten werde ich diese Woche in Cryptcheck zumindest kein Ligaspiel spielen, denn mein Ligapartner meldet sich nicht. Ja, man möchte eigentlich denken, dass wenn man 4:0 verliert, man ein gewisses Image hat und sagt, okay, die freien Punkte nehme ich mir mit. Aber nein, ganz im Gegenteil, anscheinend haben die Leute jetzt noch mehr Angst vor mir. Und mein Ligapartner meldet sich hier nicht. Tika hier erstmal auf den grünen Creep, also erstmal defensiv creept er ein bisschen. Und Jannis übernimmt jetzt hier so ein bisschen die Rolle des Nervboldes und will jetzt hier direkt mal rüber, holt sich erstmal ein schönes Schaf. Zwei Skelette aus einem Schaf, ganz klassisch, Bio, vierte Klasse, haben wir alles drin, wunderbar. Währenddessen hier schon die Claws of Attack hier für Tika, wunderbar, natürlich perfekter Drop für den Blade Master, denn im aktuellen Patch skalieren die wieder mit dem Critical Strike, nachdem sie das eine Weile mal nicht getan haben. Jetzt können wir uns aber hier auf schöne rote Zahlen freuen, während Jannis natürlich erstmal hier schöne Keule rausballert, damit er so ein bisschen schon die frühe Mana-Regeneration bekommt. Währenddessen haben wir hier schon die zweite Kaserne hier und die Kriegswerkstatt. Wir werden also vielleicht, ja, wir werden höchstwahrscheinlich Headhunter sehen tatsächlich. Hier ist er schon mal der erste. Leute, ihr müsst euch jetzt noch mal so ein bisschen an den alten Modellen hier laben. Es kann sein, dass wir bald diese wunderschönen Gestalten hier nicht mehr sehen werden, sondern wir werden die neuen Warcraft-Modelle spielen. Nehmt euch noch mal die Zeit, um hier in dieses Gesicht zu schauen und es ein letztes Mal zu genießen. Vielleicht habt ihr nicht mehr lange die Möglichkeit, das zu tun. Und dann habt ihr hier irgendwelche super krassen für 94,99 € gekauften Skins, die ihr ja habt. Und dann sieht das irgendwie super krass aus. Und wer weiß, Jannis holt sich hier schon mal die Creeps am der Goldmine. Beide noch sehr passiv, würde ich sagen. Beide creepen erstmal ganz entspannt. Jannis, glaube ich, hat die Headhunter noch nicht gescoutet hier an der Stelle. Und da müssen wir Jannis auch mal kritisieren, der sich hier an dem Creepcamp vielleicht ein bisschen übernimmt. Vielleicht auch hier ganz genau weiß, was er tut. Kriegt ihr noch mal einen Keul hier, wenn es nicht ganz so klappt. Auf jeden Fall ist er hier dabei. Der ist natürlich schon ein bisschen hart mit dem normalen Schaden hier gegen schwere Rüstung. Und ich weiß nicht, ob Tika hier was gerochen hat oder ob er sich einfach hier mal am Shop ein bisschen zu schaffen macht. Vielleicht die Boots holt, vielleicht seinen TP verkauft oder macht er momentan noch nicht. Oder er creept hier einfach relativ entspannt. Mittlerweile schon ein Headhunter dabei. Wir gucken mal, ob er einfach Headhunter durchballert. Momentan noch nicht. Momentan ist das so. Moment. 29, okay. Einen hat er zumindest noch drin. War hier, glaube ich, Supply Block eine kurze Zeit. Oh, weiß ich gar nicht, ob er sich da vielleicht ein bisschen verrechnet hat. Vielleicht so ein bisschen irgendwie auch die Angst. Und Jannis DK hier auf jeden Fall sehr low. Jetzt natürlich kritisch, sich hier gegen den Blade Master zu werfen. Aber er ist ja dabei. Lässt ihn erstmal liegen und hier schon direkt Fokus. Jetzt sieht er auf jeden Fall schon mal zwei Headhunter. Direkt der TP. Da ist Jannis ganz souverän. Da weiß er auch, welchen Kampf er nehmen kann und welchen nicht. Macht er sich auf jeden Fall auf den Weg nach Hause und überlässt den Creep erstmal hier schön Tika. Der hier nicht schon mal ein schönes Item hier holt, kein Problem. Und jetzt auf jeden Fall weiterzieht. Der Scout hier von Jannis so ein bisschen auf halber Strecke hängen geblieben, irgendwie so ein bisschen Stau. Ja, komm, ich gehe nur zur Hälfte, warte dann ein bisschen und gehe wieder zurück. Kennen wir alle, wenn wir vom Chef zum Scouten geschickt werden, sag einfach, ja, der baut halt so ein paar Walker oder sowas, wie immer halt, ne? Kennt man. Aber hier, Jannis Scout auf jeden Fall ein bisschen, also da würde ich mal ein bisschen kritisch sein nach dem Spiel auch, dass hier der Scout nicht ganz so gut geklappt hat und auch das mit den Headhuntern. Wie adaptiert Jannis jetzt natürlich seine Build? Oder der Lich kommt, kennt man. Hier ist natürlich das erste Slaughterhouse, ist mittlerweile T2 angekommen. Und mittlerweile hier schon drei Headhunter. Der erste Blademaster ist mittlerweile dabei. Jannis hier auf dem Weg, hat kein TP nachgekauft und kommt jetzt heran, ist allerdings schon angeschlagen, hat kein TP hier gerade. Und der Blademaster und vor allem die Headhunter können natürlich hier auch einiges gut an Schaden machen. Jannis jetzt so ein bisschen in seiner eigenen Base steckt er erstmal fest, hat jetzt aber die hohe Regeneration und will jetzt hier den defensiven Kampf kämpfen. Das kann der andere natürlich immer gut. Hier die verwinkelte eigene Base mit den Fiends und natürlich mit dem Schwarzbrot, wo er so ein bisschen regeneriert. Und ja, Tika auch so ein bisschen unentschlossen. Will er hier jetzt wirklich durchpushen bis zum letzten oder was will er hier durch? Geht jetzt auf jeden Fall erstmal zurück, sammelt jetzt hier weiter Headhunter an. Mal nach, oder hier keine Upgrades, aber währenddessen Headhunter werden auf jeden Fall geballert, kommt jetzt hier zum nächsten Creep. Jannis kann jetzt vielleicht den Creep-Check wagen, Lich ist auf jeden Fall da, hat immer noch keinen TP, aber hier könnte auf jeden Fall in der aggressiven Position vielleicht was holen. Level 2 gegen Level 3 hier von Tika ohne zweiten Hero, der erste ist hier ziemlich angeschlagen, der erste Headhunter, aber der Fokus geht hier komplett direkt auf den DK, der schon einiges low ist, kriegt jetzt die Frost Armor, hört dadurch ein bisschen mehr aus, aber immer noch in Unterzahl Jannis Armee hier. Und der Schaden ist immer noch gut dabei, mittlerweile der Blade Master. Oh, yeah. Der Dust
gegen den Blade Master geht es hier komplett auf den Lich. Coils sind aber noch einige da. Jetzt muss der Nikabas immer aufpassen. Hier 19 AP, 12 und tot. Keine TP gehabt und der Hero Focus natürlich hier von Tika ein bisschen zu hart. Vor allem hier mit den Headhuntern, die ganz gut Schaden machen können hier aus der Entfernung. Also Creepjack nicht so wahnsinnig erfolgreich. Sie kehren hier so ein bisschen so mit unverrichteten Dingen nach Hause. Drei Frostarme, da weiß man schon, wenn die drei nach Hause kommen und der Holzghoul fragt, und wie lief's? Und du siehst halb tot und alle haben Frostarme. Man weiß schon, es lief nicht gut. Man spricht's nicht an, man redet nicht drüber, man hackt einfach weiter sein Holz und redet nicht weiter drüber. Währenddessen hier kein zweiter Held von Tika. Interessant. Habe ich so auch noch nicht allzu oft gesehen. Hier ohne Shadowhunter auf jeden Fall. Bleibt hier auf jeden Fall. Ballert, pumpt hier auf jeden Fall erstmal die Headhunter hoch mit dem ersten offensiven Upgrade. Mittlerweile dabei, aber noch nicht auf dem Weg zu 50 Supply. Ist das überhaupt der richtige? Ah ja, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall Supply 40 zu 34. Ein einzelner Headhunter rennt jetzt hier rüber, guckt sich das mal an, sagt, oh, das schaffe ich, das war doch leicht, aber ob er sich da nicht ein bisschen überschätzt, weiß man nicht. Erste Statue hier von Giannis. Destroyer jetzt natürlich nicht die beste Möglichkeit hier gegen die ganzen Headhunter, aber so eine Statue, da will der Undead natürlich auf gar keinen Fall darauf verzichten. Heilt so ein bisschen, die zweite kommt hinterher fürs Mana und dann können die Helden schon viel machen. Giannis fehlen allerdings so ein bisschen die Level gerade. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon Level 3 ist. Nee, Level 2 immer noch mit dabei. Während hier Tika bei Level 4 angekommen ist. Level 4 gegen Level 2 und 1. Aber wir alle wissen, wie hart der Undead Burst hier sein kann. Wenn hier mal eine Coil und Nova fliegen. Und da muss der Blade Master dann natürlich aufpassen, dass er hier nicht ein allzu gutes Ziel abgibt. Hat hier natürlich noch die TP und natürlich auch sein Windwalk. Aber Giannis ist vorbereitet mit dem Dust und könnte hier natürlich den Hero Snipe direkt versuchen, um so das Rückgrat der Ork-Armee zu brechen. Tika sucht jetzt hier noch weitere Möglichkeiten, um zu creepen, aber die Map leert sich schon so ein bisschen an den Creepcamps, was das angeht. Vielleicht holt er sich jetzt mal noch die Boots, entscheidet sich, oft muss man auch die richtigen Schuhe einfach ein paar Mal im Laden sehen, um dann zu sagen, ja, nee, doch nicht. Nee, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht bestelle ich es, vielleicht finde ich noch ein Schnäppchen im Internet, man weiß es nicht ganz genau. Man ist dabei, aber er ist hier auf jeden Fall noch auf dem Weg. Weiß nicht, vermutet hier vielleicht eine Excel oder so, währenddessen Giannis noch weiter creept, aber hier so ein bisschen schon Probleme bekommt, aber natürlich mit der Coil wunderbar und auch hier die beiden Statuen halten hier den Mana-Haushalt erfrischend voll. Jetzt der Blade Master von der Seite rein, Fokus ein, Fiend, Frost Armor direkt drauf, kann er so ein bisschen Schaden vermeiden. Ah, der Lich nochmal hochgehalten, die Helden mittlerweile dabei. Jetzt der Hex, oh, habe ich gar nicht gesehen, Hex hier auf den Lich, wird zur kleinen Krabbe. Kommt hier aber nochmal so ein bisschen hinten raus, jetzt der DK selber so ein bisschen dran und der Lightning Shield hier frängelt sie von allen Seiten ran. Wurde jetzt aber gepurcht oder ist ausgelaufen? Weiß ich gar nicht. Ja, das kommt auf jeden Fall noch mit dem Schreck davon. Nichts verloren, gut gekeult, durch alles wunderbar hochgehalten. Und die Frost Armor tut hier auch sein weiteres auf jeden Fall. Kann sie jetzt hochhalten. Hat jetzt hier die erste Anomibation dabei. Währenddessen hier der Level 1 Shadowhunter von Tika ist mit dabei. Ist auf jeden Fall Hero Focus auf beiden Seiten relativ hart dabei. Der erste Shade kommt hier erstmal. Leute! Der Shade ist da auf jeden Fall. Geht ihr erstmal in die Echse darüber. Kann jetzt vielleicht die Armee sehen. So kann Giannis vielleicht sein Creep jetzt hier fortsetzen. Oh, und er findet die Armee, die sich hier versucht, hinten rumzuschleichen. Aber der Shade findet alles. Creep jetzt hier noch so ein bisschen auf Giannis Seite der Map, während Giannis hier unverrichtete Dinge nicht ruhen lässt und hier sagt, nee, den hole ich mir auf jeden Fall noch. Ein Shield, da wird gemicro. Er kriegt noch so ein bisschen Schaden ab. Kennt ihr das, wenn Leute so ein bisschen zu nah stehen, wenn man mit ihnen redet und man sich einfach denkt so, hey, einfach einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück und alles ist cool. Ein Schritt passt. Und die verfolgen einen über die ganze Party, bis man mit dem Rücken zur Wand steht und man einfach sagt, ich muss jetzt gehen. Ich muss gehen. Ja, das holt sich hier auf jeden Fall ein TP wieder. Hier ist es auf jeden Fall sicher. Arthur hat jetzt zwei Anobidations mit dabei, währenddessen aber Tika relativ frech hier auf Giannis Map-Seite noch ein bisschen creept und hier weiter Erfahrung bekommen. Wir haben natürlich mittlerweile gelernt, ja, hohe Helden bekommen hier einen XP-Penalty, also der Blade Master bekommt hier nicht mehr so viel EP, aber der Shadowhunter könnte vielleicht hier sogar schon Level 2 werden, ja. Und dann entweder die Crystal Ball wird hier liegen gelassen, währenddessen Giannis mit seinem ersten Push fühlt sich hier bereit, hat jetzt auch die Orb of Corruption dabei. Lich kurz vor Level 2 hat hier einiges an Schaden mit dabei, plus 20 Schaden. Und der Ork mittlerweile auch auf T3 und hier kommt der TP und es ist gespannt. Jetzt müssen wir ganz, ganz klar auf die Helden gucken, denn das Hero-Focus-Potenzial ist auf jeden Fall auf beiden Seiten hoch jetzt hier.
alles zusammen. Jetzt muss ich fragen, wie man sich hier gut organisieren kann. Keine richtige Frontline hier von dem Ork-Spieler. Nur ein Grunt mit dabei, zwei Grunts, die hier so ein bisschen alles regeln müssen, während die Headhunter von hinten Schaden machen mit einem offensiven Upgrade dabei. Gut, aber Jannis zieht sich so ein bisschen unverrichtet. Der denkt, zurück, jetzt kommt der Pitlord. Der Pitlord kommt hier ran. Der eine Grunt wird hier noch schnell weggefokust mit minus 4 Rüstung hier gegen das eine defensive Rüstungsupgrade. Und der Lich Level 2. Der Pitlord mittlerweile mit dabei. Mit der Frostrüstung auch noch mit dabei. Ist ja der Held mit dem höchsten Defense-Score in Warcraft 3. Ja, so ist es. Der Held, der auf Level 1 am meisten aushält. Und mit der Frost-Armor oben drauf ist er auf jeden Fall alleine schon eine Frontline, wie man sie braucht. Währenddessen jetzt hier Tika allein unterwegs hat, ist mittlerweile auch seine Orb, Lightning Orb hier mit dem Stun-Potenzial. Und der Shade ist hier, Leute. Also sie suchen sich hier so ein bisschen. Sie wissen, dass sie ein bisschen in der Gegend sind, aber jetzt zahlt sie natürlich aus, dass Tika hier auf seiner eigenen Webseite noch ein bisschen Creeps übrig gelassen hat, die er jetzt in Ruhe wegcreepen kann. Und auch hier wieder, Alter, nimm einen Schritt, geh einen Schritt zurück. Alter, du bist ein netter Typ. Und wir können gerne darüber reden, was bei 9-11 falsch gelaufen ist, aber einfach einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück, Kollege. Und Jannis sich jetzt hier mit den Murlocs zufrieden gibt. Die werden hier schön ein bisschen seitlich geparkt, irgendwie beide zusammen. Hier, Parkerlaubnis, wunderbar. Holt sich hier noch die Murlocs währenddessen. Und Tika, Level 4, Level 2. Wohingegen bei Jannis 3, 2, 1. Also ein bisschen Messer verteilt. Hat jetzt hier den Crystal Ball genutzt. Ich weiß nicht genau. Ah, scannt jetzt hier die Hauptbase. Sieht ein Tempel der Verdammnis! Oh, hier kommen die Banshees. Groß gelobt von Jannis natürlich immer wegen des Fluchs. Ja, Mistchance natürlich immer gut dabei. Kann man auch so den Blade Master ein bisschen neutralisieren. Und Jannis natürlich, der castet nicht nur seine Banshees in die Höhe, sondern er produziert sie auch. Und jetzt wird hier so ein bisschen alles abgeklappert. Man weicht sich, ich weiß nicht, ob man sich ausweicht oder einfach nur nicht findet, ehrlich gesagt. Aber beide tappen hier so ein bisschen durch die Hände. Und Jannis jetzt der zweite Push. Jetzt geht er ran. Jetzt hat er hier noch diesen Riesentypen mit dabei, der allein die Frontline bildet hier gegen das erste Burrow. Aber wir haben TP. Nein, wir haben kein TP. Wir haben kein TP. Tika muss laufen. Tika muss den ganzen Weg nach Hause laufen. Da fährt kein Bus mehr, Freunde. Er muss laufen. Und er geht nochmal zum Shop. Holt sich hier vielleicht das TP? Ja, er holt sich das TP und geht dann doch nochmal. Schön nochmal ein Taxi gerufen hier währenddessen. Aber er klickt nicht. Er klickt doch. Jetzt kommt der Klick. Jetzt kommt der Klick. Alles hier jetzt kommt zusammen. Das könnte eine schöne Nova werden. Kommt hier rein zusammen. Pitlord abgeschnitten vom Rest der Armee. Jetzt die Abos auf jeden Fall nach vorne. Pitlord frisst hier einiges an Schaden, hat aber jetzt natürlich Schadensminderung. Wird gehext zu einem kleinen Frosch. Da kam davor aber nochmal eine rein. Hier der Keul kommt oder kommt nicht. Kommt zu spät. Schwertbeine Höhe, aber es reicht nicht. Pitlord ist tot, aber Hall of Terror auf der ziemlich ganzen Armee. Der Schaden ziemlich minimiert. Jetzt der Schaden hier so ein bisschen auf den Lich, der jetzt natürlich aber guten Schaden führen kann. Hier kriegt nochmal die Coil ab, währenddessen die Statuen in der Mitte heilen alles relativ gut hoch. Blade Master kämpft sich jetzt so ein bisschen durch gegen eine Statue, die auch relativ schnell fällt hier an der Seite, kommt zusammen. Währenddessen die Headhunter werden jetzt upgraded, haben hier den Bloodlust super Buff, super mit dabei, kriegen schöne Nova ins Gesicht, währenddessen der Lich so ein bisschen durcheinander und der TP von Jannis hier von allen Seiten und Tika relativ souverän, heilt hier alles hoch und Jannis hat beide Statuen verloren. Das tut natürlich weh. Und ich weiß nicht, ob Tika überhaupt was verloren hat, um ganz ehrlich zu sein, aber wir sagen einfach mal ja, weil wir auf Jannis Seite sind, sagen wir Tika hart in Bedrängnis hier auf jeden Fall und schaut sich vielleicht schon mal nach einem Exeplatz um, man will ja auch nicht einfach irgendwo expandieren, man guckt sich das erstmal an, wie ist der Ausblick, ja, gerade ganz wichtig bei einer Exenbesichtigung auch abends kommen, wie ist die Lärmbelästigung am Abend, also Tika hat hier auf jeden Fall alle Immobilientricks in seinem Erbe und guckt sich das mal an, na, weiß ich nicht, vielleicht expandiere ich mal später, immer. Vielleicht so in 2, 3 Jahren, wenn es finanziell ein bisschen besser läuft, kann man hier mal expandieren, ja, der ist nicht hier versteckt, sieht hier die Leute vorbei, sieht hier die solche Wolke, die hier so ein bisschen knabbert. Die knabbert links und rechts. Und Jannis, jetzt vielleicht wird der Shop mal genutzt. Kommt hier ran, steckt sich, hat hier einen Invo auf jeden Fall an der Seite, verkauft jetzt seinen Mana-Stock und hat sich jetzt hier die zweite Invo-Potion geholt. Aber der DK, wir kennen ihn, ist ein Spendabler. Wenn der 2 Invo-Pots hat, dann gibt er einen ab. Ist doch klar, Leute. Kein Mensch braucht 2 Invo-Potions. Da gibt er natürlich einen ab. Will die noch einen 4. Helden kaufen? Klappt nicht. Und es wird so ein bisschen weiter manövriert, nenne ich es einfach mal. Taktische Manöver werden hier abgehalten. Der einzige Creep-Spot, der mittlerweile noch da ist, ist der zweite Schildkröten-Spot hier unten. Ich weiß nicht, ob der sich geholt und der Shade guckt. Aber da ist nichts. Auch der Shade guckt sich mal an. Na, ich weiß nicht, bisschen schwierige Lage irgendwie, so ein bisschen Waschbärenbefall. Jetzt hier der zweite Clash. Jannis macht sich bereit mittlerweile mit der ersten Banshee dabei. Noch kein Adepten-Upgrade, aber Fluch ist auf jeden Fall mit dabei.
Blademaster scoutet schon mal vor, könnte jetzt vielleicht sogar die Banshee hier raussnipen. Tut das auch mit dem Proc direkt 70 Schaden und der Crit. Wow, direkt mit zwei Schlägen, 220 Schaden, wird da schön weggekritet. Ja, der fühlt sich gut, ne? Da fühlt sich gut, Blademaster. Einfach so als Level 4, fast 5 Blademaster, einfach mal so eine Banshee weggekritet. Und hey, weißt du, was ich gerade gemacht habe hier? Banshee, schön weggekritet, hier kein Problem, nebenbei. Toll, Kollege, toll, wow. Ihr habt meinen Crystal Ball schon gesehen? Ich scanne nochmal und guck mir das an nochmal hier. Zack, eine Banshee ist natürlich hinten mit dabei. Ich weiß nicht, ob die hier rauskommt, was mit dabei ist. Nächstes Engagement steht kurz bevor. Janis, beide Statuen sind mittlerweile wieder mit dabei. Level 3 Lich auch angekommen, gut ausgestattet hier. 26 Schaden mit dem Orb of Corruption und Gloves of Haste. Also der alleine könnte mit genug Zeit auf jeden Fall die Armee alleine auseinandernehmen. Die Frage ist, ob Tika in die Zeit gibt und jetzt wird geshoppt. Mal gucken, was gibt's denn hier alles so? Panel of Energy wäre nett. Weitere Claws of Attack wäre nett. Wie viel Geld hat Janis denn? 260. Ja, ich weiß nicht, ob er dazugeschlagen hat. Ich glaube nicht, aber der hat jetzt auf jeden Fall auch einen Invo-Pod. Kein Invo-Pod auf dem Pitlord. Währenddessen Blademaster stalkt hier schon so ein bisschen rum, hat fast volles Mana. Und es geht komplett auf dem Pitlord jetzt hier direkt. Die Frontline alleine, währenddessen hier der Schaden. Selber noch so ein bisschen auf dem Blademaster. Noch kein Hall of Terror, währenddessen gehext. Doch, Hall of Terror trifft aber nur so ein paar. Der eine Grunt kriegt jetzt so ein bisschen Schaden, aber ist noch nicht so richtig gewillt, hier so in die Vollen zu gehen an der Seite. Guck mal ganz kurz in die Goldminen hier. Was ist denn hier passiert? Ist da einer explodiert? Was passiert manchmal? Ich weiß auch nicht genau warum, aber wir gucken mal. Wir haben noch 4000 Gold auf jeden Fall. Und Janis will den Push. Janis will den Push. Greift jetzt hier erstmal eine beliebige Kaserne an. So fängt es erstmal an. Frost Armor jetzt auf den Pitlord, aber der Fokus geht jetzt erstmal auf die Fiend hier hinten. Janis zieht sich durch, will es hier so ein bisschen kiten, kommt hier ran. Blademaster frisst schon einiges an Schaden, währenddessen Pitlord und die Abominations jetzt vorne. Wunderbare Frontline, da kommt nichts vorbei. Pitlord mitten im Getümmel, kommt schon einiges an Schaden, aber Blademaster auch. Hier kommt der Fokus natürlich auch vom Lich, währenddessen der Schaden. Die Armee gut hier in den Headhuntern rein. Jetzt Hall of Terror auf einen guten Teil der Armee, jetzt wird hier schön durchgeklumpt. Der eine Grunt wird sein Leben nicht mehr kämpfen, der kommt dann nie wieder raus. Janis jetzt mit der dritten Statue. Kann hier so ein bisschen noch die Frontline aufrechterhalten. Währenddessen alles zieht hier so ein bisschen hinten rum. Eine weitere Banshee ist dabei. Blademaster versucht nochmal den Ausfall. Kommt hier ran jetzt auf die Abomination. Währenddessen Janis hier noch ein bisschen weiteren Grunts hier bekämpft. Healing Wave, eine weitere Fiend kommt hier vorbei. Der erste Grunt stirbt. Es geht weiter, schon einiges an Schaden, aber auch die Frost Armor. Da ist Janis einfach präzise, immer direkt auf den Einheiten, die gefokust werden. Die Frost Armor, da kommt auch die Coil hier hinterher. Mittlerweile auch Level 2 Coil. Schaden, der Lich hier kann so ein bisschen ganz sicher hier von hinten so ein bisschen ballern. Schaden jetzt hier weiter auf den Pitlord drauf, jetzt auf der Crit hier von dem Orb, aber wird hier schön wieder hochgeheilt und der Pitlord frisst einiges an Schaden, währenddessen der Schaden hier von Janis auf dem Blademaster, hier kommt die Nova, hier kommt der Orb of Corruption, der Schaden und der kommt noch weg. Mit Windwalk kommt er noch weg auf 5 HP, meine Damen und Herren. Pitlord, ja, einiges angeschlagen, aber da braucht man auf jeden Fall eine Menge Schaden, um da durchzukommen. Jetzt die Headhunter, eine nach dem anderen. Die Nova kommt rein. Pitlord mit Drängnis. Blademaster wieder ein bisschen hochgeheilt. Die Fiend ist auch recht low. Pitlord wird wieder hochgeheilt. Die Statue machen gar nichts. Ah, der erste Fiend fällt hier. Pitlord in der Mitte kann so ein bisschen rumklumpen. Wer alles shared. Blademaster mit Level 5. Mittlerweile guter Schaden hier auf der Fiend. Da kommt ein Proc nach der anderen. Aber Blademaster steckt so ein bisschen fest. Ich weiß nicht, ob er hier noch einmal rauskommt oder nicht. Aber stirbt. Da ist der Blademaster down. GG, well played. Wunderbar. Gar kein Problem hier von Janis. Souverän. Erstes Spiel. Gar kein Problem, Janis. Ja. So wow. So gewinnt man auch mal. Nice. Ja, da hat erstaunlich viel funktioniert. Ja? Ja. Ich hatte so Momente, wo ich dachte, ich habe jetzt so 180 Gold, ich hätte gerne eine Invo-Potion und boom, war der Cooldown weg und ich war unten am Shop und es hat alles irgendwie gepasst und ich war ein bisschen stolz auf mich auch. Aber okay, seine Army-Composition war schon ein bisschen weird, das war jetzt nicht Meta, was er gespielt hat. Es war sehr dankbar. Dankeschön. Ja, war gut. Ja, du kannst gar nichts machen, da kann ich gar nicht viel sagen. Es war souverän runtergespielt, überhaupt kein Problem. Ja. Wie war deine Reaktion auf die Headhunter? Hast du gesagt, ist mir scheißegal oder hast du da ein bisschen ein mulmiges Gefühl bekommen? Ich dachte erst mal, also ich bin sehr stark von TC ausgegangen, deswegen war ich ein bisschen verwundert, als da der Blademaster kam. Ja. Und dann dachte ich, das wäre kein Problem und take ich Tier 3 und hab meine Abominations und dann verrotten die alle und habe ich noch einen Lich und der war sweet mit so 4 Claws. Da war einiges an Schaden drauf. Oh, da habe ich gedacht, dann mach ich die weg. Mensch, Jan, ist souverän. Ja. Du hast dich so darauf gefreut, dass ich hier leide, ne? Überhaupt nicht. Don't give it to you. Überhaupt nicht. Ich sag jetzt mal nicht so, dass ich jetzt sage, hey, wenn da draußen gute Leute sind, die Janis an die Wand klatschen, vielleicht sogar Nachtelfenspieler, was toll wäre,
meldet euch überhaupt nicht. Hier kann jeder joinen und spielen, der möchte. Aber ich finde, der Orc-Spieler hat das auf jeden Fall auch gut gemacht. Und ich finde es immer toll, neue Sachen auszuprobieren. Und war auf jeden Fall wunderbar dabei. Das war ein guter. Also war gut zum Aufwärmen, sag ich mal. Fliegt da nicht jemand zu hoch, frage ich mich gerade, ehrlich gesagt. Nee, gar nicht. Ich bin sehr froh über das. Ich hatte ein Ziel, das war ein Win. Den habe ich direkt. Ich kann locker aus der Hose spielen jetzt. Wahrscheinlich kommt wieder Nase und ballert mich einfach durch Wände. Der ist sehr gut und guckt öfter. Shoutout an Nase. Ja, Nase spielt Human. Wir wollen Nachtelfenspieler. So. Ich möchte keine Nachtelfenspieler, doch, die mag ich nicht. Ich würde jetzt gern Nachtelfenspieler haben. Was du möchtest, interessiert hier nicht so viel. Also, bitte ein Nachtelfenspieler. Wir wollen auf diesem Sender auch mal ein bisschen Nachtelfenliebe zeigen. Nein! Wenn ihr keine Nachtelfen spielt, schmeiße ich euch raus. Und jetzt, wir spielen natürlich auch mal, so muss es sein, die Community Map. Reforged. Meadows Reforged. Twisted Reforged. Die hab ich mir noch immer nicht angeguckt. Ne? Ja, aber ist so ein bisschen ungefähr wie Twisted Meadows. Kriegst du schon hin, verdammt nochmal. Okay. So, du hast den Namen bekommen. Hab ich das? Ach, das ist dein Ernst? Tu es. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall Nachtelfenspieler, die Janis mal so ein bisschen zeigen, was diese wunderschöne Rasse tun kann. Spiel ist offen. Ja, das dauert ein bisschen. Mit. Moment, Janis muss drin sein, dann sage ich den Namen, dann könnt ihr euch einloggen, so schnell ihr wollt. Ich hoffe, es ist Nachtelfenspieler dabei. Alle anderen werden gekickt heute. Alle anderen werden schön gekickt. Und wenn du dann nicht verlierst, Janis, dann machen wir fucking Janis kann es und dann will ich dich bluten sehen. ja, ich muss kurz hier wieder in die so, Lobby. Komm rein jetzt. Ja, jetzt sei mal nicht so fordernd. Ich habe hier gewonnen, ich habe meinen Soll erfüllt. Etwas, was du nicht von dir behaupten kannst. Außerdem komme ich da nicht rein. Bist du sicher, dass du das erste Wort richtig geschrieben hast? Oh, nee. Weil, also ich komme nicht rein. Ist auch case sensitive, ne? Ich weiß nicht. Ah. So. Ist kein einfacher Name. Ich will so ein bisschen die Zuschauer verwirren, aber es ja, geht mir nicht. Ja, du verwirrst mich auch gerade. Ich komme ja immer nicht rein. Das ist ein bisschen die alte Geheimdiensttaktik. Es ist so geheim, dass man das am Ende selber nicht weiß. Also auch, das ist case sensitive, ne? Ist das. Ja, ja. Es geht einfach nicht. Okay, vielleicht habe ich es falsch gemacht. Sekunde. Yo. Warte. Ja, die Zuschauer sind einfach zu schlau. Die sind einfach zu schlau. Wieso? Wieso sind die jetzt denn drin und ich nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Die sind einfach zu schlau. So, warte, Sekunde. Ich glaube, die haben dich einfach auf der Friendlist oder das Spiel wurde eingeblendet. Ich hab keine Freunde. Warte mal. Ich glaube, eingeblendet wurde es nicht. Hm. Muss mal. Ah, ich habe keine Battle.net-Verbindung gerade. Jetzt geht's wieder. Ach, bin ich froh, wenn wir das neue Battle.net haben. Sag ich jetzt. Und vielleicht wird alles noch schlimmer. Der Chat sagt, du bist gemein zu mir. Ich bin gemein zu dir? Was ja. Muss ich mir von dir anhören? So von wegen, oh, gewinnen ist doch gar nicht so schwer. Du musst nur die Base des Gegners zerstören. Nee, 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 nee. Es ist doch gar nicht so schwer zu gewinnen. Warum kannst du denn nicht einfach mal gewinnen? Ja. Du spielst auch nicht gegen Honor, verdammt nochmal! Ja, noch nicht, aber auf der BlizzCon. So, ich bin da. Geht doch. So. Leute, bitte versucht nicht so wahnsinnig schlau zu sein. Ich muss hier noch alles händisch löschen. Gut, also, wir spielen auf Twisted Reforged oder Reforged Meadows, der Community-Map, die auch in der Liga gespielt wird. Die Liga, in der Janis nicht spielt, weil er Angst hat zu verlieren. Gut, wie er meint. Und der Titel lautet Vamp Zero, Only Good Players, Please. Und ich hoffe, dass wir jetzt einen vernünftigen Nachtelfenspieler haben. Du musst den Slot öffnen. Wir öffnen ihn mal und ich hoffe, dass wir Nacht für spielen. Proverbial ist mit dabei. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du spielst Night Elf. Hi. Ich bin sehr gespannt. Wunderbar. Oh Mann, ey. So, die Map ist so ähnlich wie Twisted Meadows. Das kriegt ihr schon hin, okay? Ja, toll. Ich freue mich ganz nah. Zeig mal, was du kannst. Hier, da, hier, ich finde dunkelgrün ist gemein. Du ist. Warum? Du kannst dir das da selber einstellen, Janis. Das ist unfreundlich für die Viewer. Du bist so gar nicht
auf der Seite der Community, ne? Nur weil die dich ein bisschen gedisst haben, ist denen das egal. Los geht's! Ja, dunkelgrün sieht scheiße aus. Du bist schuld. Ich finde, dunkelgrün sieht wunderschön aus. Gerade bei den Nachtelfen macht das richtig Spaß. Hör doch auf da jetzt. So, Proverbial sehen wir hier in unserer Community-Map, die jetzt vom System hier so ein bisschen so ähnlich ist wie Twisted Metal. Es gibt viele Dinge, die man kennt. Hier dieses Goblin-Labor zum Beispiel, die Creepspots sind dann gleich diese kleinen Grünen, die fast nichts bringen. Oder hier diese in den Ecken. Aber es ist eine Zweispieler-Map. Es ist so ein bisschen das Gute von Twisted Metals übertragen auf eine Zweispieler-Map. Das heißt, jeder, der Twisted Metals kennt, der kennt auch diese Map schon ungefähr. Und es ist so ein bisschen Twisted Metals, alles, was man hier hat. Und sie ist symmetrisch. Das heißt, es gibt keine guten und schlechten Spawn-Punkte. Es ist so ein bisschen fairer auch auf der anderen Seite. Ich habe gehört, dass man bei Twisted Metals auch schlecht spawnen kann. Wir gucken mal, was Janis jetzt hier leisten kann natürlich. Janis, ja klar, fühlt er sich wohl, ja, irgendwie auf seinen Maps, die er schon 100-mal kennt. Aber hier, da muss er mal so ein bisschen adaptieren. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier von Proverbial hier sehen können, der sich natürlich hier in seinem dunkelgrünen Farbe gut auskennt. Und ja, ich weiß, was Janis meint, es ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber... Ups. Okay. Und wir sehen hier den Demon Hunter. Demon Hunter, Proverbial, ganz klassisch. Wir kennen Proverbial natürlich, ist ein Spieler, der gerne auf klassische Strategien zurückgreift. Ist ja auch nicht schlecht, aber ich finde, er schafft es immer auch den klassischen, althergebrachten Strategien so ein bisschen so einen eigenen Flavor mit reinzubringen. Das mag ich an Proverbial, dass er irgendwie so ein bisschen sich jede Strategie zu eigen machen kann, egal wie alt und abgegriffen sie scheinen mag. Ganz im Gegenteil zu Janis, ja, der wirklich immer dasselbe spielt und immer die gleichen Fehler. Und auch hier werden wir es wieder sehen. Da guckt ihn euch an, schaut ihn euch an. Wie viel APM sind das? Wie viel APM sind das gerade bei Janis? 2? 3? Während ihr seinen miesen Friedhof baut. Baut einen Friedhof. Aber das wird von Proverbial natürlich sofort Ich bin neutral in diesem Spiel. Ich wünsche hier beiden den Sieg. Ich wünsche dem Besseren den Sieg. Guckt euch mal. Das sind Szenen, die werden wir bald nicht mehr sehen. Hier, guckt euch mal diese Polygonenschönheit hier an. So ein bisschen den Scout versucht zurückzudrängen. Ich bin sehr gespannt, ob Proverbial jetzt hier einen Ancient of War Creep hinbekommt. Nee, natürlich, nee, er kennt die Map nicht. Schade. Könnt er natürlich gut machen, wenn er einfach so spielt wie bei Twisted Metals. Aber jetzt sehen wir hier auch den DK von Janis, der rauskommt und wahrscheinlich gleich so ein bisschen harassen wird. Er wird wahrscheinlich denken, er kommt jetzt hier in den Ancient of War Creep rein. Aber Proverbial natürlich bei der etwas unbekannten Map. Traut sich das vielleicht nicht. Janis guckt sich das alles an, sieht jetzt den Shop, sieht noch keine Huntress Hall. Huntress Hall? Huntress Hall? Huntress Hall? Stellt sich hier vielleicht hin, will hier einen guten Blick bekommen. Währenddessen Proverbial creept hier schon und holt sich den First Blood, was Creeps angeht, mit den Gloves of Strength. Und jetzt kommt Janis hier ran und will schon mal den ersten Mondbrunnen kicken. Das sieht Janis gar nicht gerne. Und holt sich hier den Mondbrunnen. Während Proverbial noch volles Mana hat für auf jeden Fall eine schöne Mana-Burn-Fiesta. Allerdings schon ein bisschen angeschlagen. Die erste Keule frisst er schon direkt, aber natürlich gegen Helden machen die immer nur 70% Schaden dieses Spells. Von daher nicht so wild auf Level 1 sind das gerade mal 70 Schaden. Na, steckt so ein Demon Hunter weg. Das sind 10% HP. Das ist dem doch egal. Und jetzt hier guckt er sich die Leichen nochmal an. Natürlich für ein Undead immer unwiderstehlich, sich hier natürlich die kleinen Skelette zu holen auf jeden Fall. Und jetzt nochmal anzugreifen. Einfach nochmal ran. Einfach nochmal ran. Whisper wird hier auf jeden Fall zurückgemicrot, aber da kommt natürlich die Kombination ein Auto-Attack plus Coil ist gleich ein toter Wisp. Ja, genau. Ziemlich genau. Und hier wird ein bisschen entgegengeheilt, während Proverbial hier noch so ein bisschen weiter creepen will. Hat jetzt hier noch ein weiteres Item bekommen und ist auf dem besten Weg zu Level 2, während Janis hier so ein bisschen ihn sucht, glaube ich. Janis will natürlich mit seinem DK so ein bisschen die Creeps klauen. Also im letzten Moment dann nochmal den Coil draufhauen, um dadurch dann einerseits die EP selber zu bekommen und dem Gegner zu klauen. Währenddessen ist er jetzt aber so ein bisschen alleine in der gegnerischen Base. Und das ist immer so ein unangenehmes Gefühl irgendwie, wenn man mit einem Freund ist und dann muss der weg. Und dann ist man so alleine in einem fremden Haus und man weiß nicht, was sind das für Geräusche, was sind das für Gerüche, was sind das für Zimmer. Ist ein bisschen unangenehm, aber Janis muss natürlich die Situation hier ergreifen. Proverbial kommt hier kurz zurück und räumt auf und sagt, Moment, wer sind Sie denn eigentlich? Ich gehöre zu Andreas, hier wohnt kein Andreas. Und dann musst du wieder erklären, das ist ein bisschen schwierig. Er ist ja auf jeden Fall dabei, weitere Archer hier mit dabei. Die Huntress Hall kommt hier vielleicht so ein bisschen sneaky hier raus, dass man sie nicht ganz so gut sehen kann. Und Janis sich hier so ein bisschen die Creeps mal anguckt und mal guckt, aha, was hat diese Map denn zu bieten? Schaut sich hier so ein bisschen um, während er natürlich weiter taggt hier. Das ist ganz klassisch. Alles hier bei Janis und läuft hier so ein bisschen gegen. Während Proverbial heiter hier weiter creept. Oh, das wird aber entdeckt von Janis. Und ich glaube, da ist er relativ schnell hier auch anzutreffen. Oder creept er jetzt so ein bisschen auf eigene Faust?
Ja, da denkt er sich wahrscheinlich, das ist, da bin ich nicht schnell genug da, das kriege ich nicht noch gecreept. C, der erste Ring of Protection plus 3. Interessant auf dem Demon Hunter, der ohnehin schon sehr viel Rüstung hat. Also auf jeden Fall haben wir hier einen sehr tanky Demon Hunter, der ohnehin schon sehr schwer zu töten ist mit seinem Ausweichen. Aber natürlich der Hero Focus, der Undead kann da natürlich auch ein bisschen was erreichen. Jetzt sagt Janis, komm, dann creep ich eben selber. Hier ist Skelette noch mit dabei. Mittlerweile das dritte Mal schon beschworen. Holt sich das hier so ein bisschen. Nebenbei hat hier auch den Dust geholt, ne? Also da merkt man, Janis, der kennt sich aus, der weiß, was Night Elf so alles im Ärmel haben und holt sich den Dust dabei. Währenddessen, ich glaube, die Huntress Hall ist mittlerweile fertig. Keine Huntress werden hier produziert. Supplies da, 1000 Gold auf der Bank von Proverbial, aber er hält sich noch zurück mit den Huntresses. Kann es allerdings vielleicht seinerseits ein bisschen creepchecken hier. Level 2 hier auf Janis DK, kommt hier ran, der frisst direkt den Mana Burn. Und Janis, die Nerven, oh, da ist es dann plötzlich doch gar nicht mehr so leicht. Kommt hier durch und Proverbial schnappt sich hier den Creep weg mit dem zweiten Ring und ist hier Level 3. Also dieser Demon Hunter. Ich weiß nicht, ob wir ihn überhaupt einmal tot sehen werden in diesem Spiel. Und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt auf den zweiten Helden. Janis geht direkt über zu T3, wenn ich das richtig verstehe. Glaube schon. Und die Frage ist, welchen Helden holen sie sich? Proverbial holt sich den Pandaren Braumeister. Jetzt von Janis der Lich. Also keine Naga Sea Witch, wie man sie manchmal sieht, gegen den Demon Hunter, sondern es wird ja klassischerweise der Lich. Und hier mit Drunken Haze fängt er hier an. Also noch mehr Chance der Gegner hier zu verfehlen. Also auch die Schadensbegrenzung hier relativ hoch. Und der Demon Hunter mittlerweile allein unterwegs, kann es nicht leisten und findet Janis wieder perfekt. Verdammter hier am Creep findet ihn und kann ihn natürlich direkt mit Mana Burn ein bisschen Schaden machen. Kommt hier ran, komplett gar kein Mana hier auf dem DK mehr. Und der Creep wird weiter verhindert, während Proverbial hier an zwei Stellen gleichzeitig creept. Und die Auto-Attacks, die machen dem Demon Hunter mal so gar nichts. Zweiter Mana Burn hier auf den Lich. Da, Nova macht allerdings ein bisschen Schaden. Kommt hier ran und ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Schaden dabei. Kein Mana hier mehr für den Coil, aber Proverbial zieht sich zurück. Kann Janis aber zurück in seine Base drücken und hier wird nicht viel gecreept. Level 2 und Level 1. Das ist richtig bitter. Der Demon Hunter lauert hier ein bisschen. Ich glaube, der will den Lich. Er lauert. Ich glaube, er kommt hier ein bisschen zu spät. Er verpasst ihn. Ein bisschen später und er hätte ihn entdecken können und hätte bestimmt den Lich wegsnacken können, aber so muss er hier weiter lauern. Der Panda währenddessen auch ein bisschen angeschlagen und hier mit dem Panel of Energy natürlich ganz fantastisch für den Panda, der so ein bisschen generell unter Mana-Notstand leidet, aber hier hat er auf jeden Fall so ein bisschen, und hier auch Janis, super low, was soll man machen als Undead? Immer hier auf dem Schwarzbrot warten ist ein bisschen nervig, der Dagger ist nicht so super. Währenddessen die erste Dryade jetzt hier angekommen von Proverbial, der hier weiter sucht. Ich glaube, er will nochmal den Creep-Check, er will nochmal den Hero-Kill. Creept währenddessen auf fast Level 3 jetzt den Brewmaster. Sehr, sehr angeschlagen. Also ich glaube, beide könnten hier relativ schnell Helden kicken. Aber jetzt mittlerweile die Statue dabei. Die ist auch aktiv, im Gegensatz zum ersten Spiel. Und hier kann einiges hochgehalten werden. Und Janis, da fühlt er sich wohl jetzt auch mit dem Orb of Corruption. Also der Focus Fire ist auch wieder relativ gut dabei. Wenn auch momentan nur 3 Fiends und der Lich ein bisschen underlevelt. Aber es wird ja noch, Währenddessen Proverbial läuft hier hauptsächlich rum. Und jetzt hat er was gerochen. Ich weiß nicht, ob er jetzt was gerochen hat hier, dass den Creep-Check hier nochmal versucht. Allerdings sind mittlerweile auch wieder Mana am DK. Da ist auf jeden Fall ein Coil da. Könnte den Lich also retten. Und alles ist weg. Ja, dafür lieben wir diese Fähigkeit des Demon Hunter, dass plötzlich alles weg ist und der Slow der Dryaden ist natürlich immer ganz, ganz bitter, von Dryaden wegzulaufen. Und ich glaube, hier wird er hier eine Fiend verlieren, denn Coils gibt es keine mehr aus dem Hause. Tjarks und auch der Lich komplett leer gesaugt. Das tut so weh. Jetzt immer die Mana-Statue ist dabei, da kann wieder einiges kommen, aber hier sehen wir das Gesicht eines Mannes ohne Mana. Kein Mana, nichts. Währenddessen Pandaren Brewmaster levelt sich hier weiter hoch und dürfte jetzt gleich Level 3. Und auch hier haben wir einen Ring, gut aufgeteilt mittlerweile hier auf beide. Also beide Helden hier sehr tanky, zumindest was Auto-Attacks angeht. Wir wissen, dass das natürlich nicht die Hauptschadensquelle ist hier gegen den Undead, der natürlich mit seinen Spells auch immer super Schaden macht. Da hilft der Ring natürlich nichts. Aber Panda kurz vor Level 3, während Lich kurz vor Level 2. Also Janis, ein komplettes Level auf beiden Helden hier hinterher, würde ich mal sagen. Und ja, da muss er auf jeden Fall gucken, wie er da rauskommt. Währenddessen jetzt hier auch die Expansion von Proverbial, der auch auf dem Weg zur T3 ist, also gleich angekommen ist auf T3. Dann ist die Frage, was macht er? Macht er hier ein bisschen die Mountain Giants oder die Bären?
Wir haben hier schon mal zwei Urtume des Wissens. Er krypt ja auf jeden Fall weiter und jetzt Level 3 auf dem Panda. Ich weiß nicht, ob er Level 2 Drunken Haze oder Breath of Fire nimmt, aber auf jeden Fall haben wir hier gute Spells und natürlich einiges an Mana. Pendant of Energy und Mana-Steal. Also, Jannes Mana-Vorrat sollte weiter trocken bleiben mit Mana-Burn und der One und der Lich ist hier ziemlich low. DK hat momentan noch Mana für einen Coil, müsste ihn jetzt direkt, haut ihn direkt raus, bevor Mana burned werden kann. Geht auf mir auf den Lich. Bisschen Fokus frei, aber ich glaube, das reicht nicht, wenn jetzt nicht der. Ich glaube, wäre der Breath of Fire besser in der Front gewesen, hätte das ein toter Held sein können. Aber so wird er zurückgedrückt und verliert weitere Erfahrung hier gegen den Nachtelfen, der mit seinen Creepjacks auf jeden Fall hier die Map dominiert. Und Jannes immer und immer wieder zurückdrückt und jetzt sogar ein TP einsetzen muss, um hier weiter am Leben zu bleiben. Und der Mana-Haushalt ist immer leer und Jannes wagt sich ohne TP auf die Map hinaus. Riecht das hier proverbial? Will er hier so ein bisschen Druck auf die Base machen? Kauft sich hier allerdings jetzt noch ein neues TP. Okay, Jannes ist wieder mobil und proverbial. Oh, da ist der Zeppelin und der Shredder. Der Zeppelin und die Shredder-Kombination, die gefürchteste Kombination in Warcraft, die man überhaupt haben kann. Und er will hier, ich weiß nicht, ob er Jannes das Holz wegholzen will. Nein, er kauft für ihn, für sich privat. Manchmal muss man auch einen weiten Weg gehen, um ein gutes Shredder-Angebot zu bekommen. Und der läuft jetzt auf jeden Fall erstmal einen langen Weg nach Hause, um hier für die Expansion auch das nötige Holz dazu zu haben. Das ist lächerlich langsam. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ein lächerliches Spiel, aber gut, so leicht ist es eben nicht so. Ne? Man kann nicht so einfach gewinnen, so ist es nun mal manchmal. Ah, das meinte er gerade mit der Abomination. Auch hier, der kommt leider nicht weg gegen das Dryadengift. Und ich bin sehr gespannt, wie godlike hier proverbial den Zeppelin ansetzen werden. Währenddessen Jannes hier Schaden auf die Expansion. Da braucht er, glaube ich, noch einiges an Schaden. Gut getimtes TP könnt ihr ihn vielleicht nochmal retten. Aber ich glaube, da ist einfach nicht genug Schaden da in der Armee von Jannes. Nur 5 Fiends und relativ niedrige Level hier an den Helden. Und der Lich hat auch nicht das beste Equipment, was man sich wünschen kann. Nur ein kleiner Mantle of Intelligence rennt hier in den Creep rein und hier von beiden Seiten kommt ihr mir vom Proverbial. 3 Bären direkt aufgestanden, guten Morgen, kommen direkt rein und von beiden Seiten kommt er hier ran, kriegt vielleicht noch einen Creep und der Lich wird gestunt. Dafür kommt der Breath und der Mana Burn kommt nicht. Da kommt er noch gerade noch raus. Lässt das Item aber liegen. Ich glaube, da hätte der Mana Burn noch da sein können. Vielleicht war er auch schon davor. Aber der Lich lebt ein sehr, sehr gefährliches Leben hier. Aber auch zum 6. Mal regeneriert sich Jannes, kommt raus, verliert nicht seine gesamte Armee und auch kein Helden. Also das muss man sagen, noch keine Helden hier gestorben. Weder von Jannes noch von Proverbial, obwohl der Hero-Focus-Faktor in beiden Armeen hoch sind. Also beide hier mit ihren Nerven auf jeden Fall auf Zack und weichen hier gut aus und Jannes weiterhin 3-2 in die Helden, in Proverbial 4-3, also immer noch ein gesamtes Level auf beiden Helden vorne. Und die Echse ist, ja, eingezogen. 5 Mitbewohner haben sich gefunden. Ist immer ein bisschen aufgebaut wie so eine Boyband, ne? So ein irisches Kommando. Irgendwie. Da gibt es den Lustigen, den Coolen, den so ein bisschen Verruchten, dann den Netten und den so ein bisschen Mysteriösen irgendwie. Also da haben sich 5 Leute zusammengefunden, die hier eingezogen sind. Und das läuft auch gut. Und natürlich, man kennt es, die Reparaturarbeiten bleiben natürlich mal wieder liegen. Ja, das wird natürlich dann nicht. Und dann, wenn der Gegner angreift, huch, das ist ja halt, das brennt ja schon. Na gut, man kennt es, aber momentan ist da auch noch keine Gefahr. Währenddessen jetzt die Armee von Proverbial nimmt hier langsam eine beeindruckende Form an. 71 Supply mit Bären in der Front und Archer-Dryaden im Rücken, während bei Jannes es mit 58 Supply etwas dünner aussieht. Holt sich jetzt aber den Red Spot und hier Level 3 auf dem Lich. Also Jannes könnt ihr natürlich mit seinen Helden noch einen guten Vorteil haben, aber der nächste Creepchank kommt hier direkt von Proverbial, die hier von der Seite reinkommt. Jannes schlüpft hier aber raus. Eine Abomination ist hier noch auf der Seite gefangen, aber vielleicht kann er die Frontline herstellen. Die erste Dryade kriegt auf jeden Fall schon mal einiges an Schaden und stirbt direkt jetzt ein bisschen Schaden auf den Demon Hunter, der allerdings einiges wegtankt und mittlerweile mit der Giftkugel auch dabei ist. Hier kommt die erste Coil. DK so ein bisschen abgetrennt von allen anderen. Breath of Fire hier auf 4 Fiends und die erste Abomination fällt. Der Panda mittlerweile auch auf Level 4 und der Bär hier mitten in den Fiends rein, das ist natürlich schlecht, aber es ist auch ein bisschen großes Klumpe, viele Bären hängen hier noch so ein bisschen hinten drin, der Destroyer auch schon einiges an angeschlagen, ich glaube es gibt keine Coils hier mehr von Jannes, der sein gesamtes Mana schon leer gekeult hat und einige weitere Fiends fallen hier dem Feuer und den gnadenlosen Prankenhieben der Bären hier zum Opfer.
Und der Suppleunterschied 66 zu 42, also sehr auf der Seite von Proverbial, der jetzt locker momentan auch schon gutes Plus macht auf seiner Echse. Und Jan ist jetzt gerade erstmal irgendwie Mietvertrag unterschrieben und holt hier erstmal alleine eingezogen. 5 Zimmer, kommt hier alleine erst zur Arbeit und sagt, ja Leute, was soll ich hier wackeln den ganzen Tag? Jetzt wird nochmal alles. Und dritter Held hier von Proverbial, der jetzt mit dem Healing Spray nochmal ein bisschen Heilung in seiner Armee hat und damit natürlich seiner ohnehin schon sehr widerstandsfesten Frontline an 5 Bären noch mehr Rückhalt hier geben kann. Und der Heal ist natürlich hier absolut Gold wert gegen die Nova und um die Bären auf jeden Fall noch ein bisschen am Leben zu halten. Und er creept hier auf jeden Fall weiter, zieht beide Helden hier so ein bisschen zurück, damit der Alchemist hier komplett alle Levels bekommen kann. Natürlich ist auch so ein Acid Spray, auch Acid Bomb auch immer gut oder Chemical Rage. Sieht man auch ab und zu. Ich weiß nicht genau, wie Proverbial sich hier entscheidet. Und hat immer noch den Mana-Stick. Und jetzt der zweite Red Spot wird hier von Proverbial genommen. Also jeder Spieler kriegt hier einen Red Spot. Jan ist immer noch so ein bisschen angeschlagen zu Hause. Macht hier so einen Krankheitstag. Liegt so ein bisschen zu Hause rum, irgendwie Bett hochgezogen. Man weiß nicht genau. Switcht immer so zwischen 2 Netflix-Serien hin und her. Man kann sich nicht genau entscheiden. Man kann sich schlecht konzentrieren. Es ist einfach so ein Krankheitstag im Bett. Man liegt rum und kriegt eigentlich nichts zustande. Aber man freut sich, wenn es vorüber ist am nächsten Tag. Und währenddessen wird hier bei den Creep Clown des Angriffs plus 12 hier auf der Seite von Proverbial. Also einer der Helden wird hier auf jeden Fall zum DPS-Monster werden. Ich glaube, es ist hier der Demon Hunter, der auf jeden Fall schon mit plus 20 auffahren kann. Und ein Buch der Toten ist auch noch dabei. Also auf jeden Fall ein beeindruckendes Inventar hier vom Nachtelfenspiel, der einfach direkt weiter creept und momentan die alle Zeit der Welt hat, weil seine Echse steht und die Erfahrungspunkte, die fließen ihm auch einfach so zu. Da muss er gar nicht viel machen. Creept hier auf jeden Fall das nächste Camp hier einfach weg. Überhaupt kein Problem. Und hier geht es weiter. Level 4, Level 4, Level 3. Beeindruckende Heldenlevel hier, während Jannis immer noch zu Hause liegt. Ja, man macht mal das Fenster auf. Na, zu kalt. Ja, irgendwie, was geht heute? Man schaut einen Stream, Twitch, irgendwie nichts Interessantes läuft. Es ist so ein unbefriedigender Tag. Aber der Mana-Haushalt ist mittlerweile wieder regeneriert. Level 3 und Level 3 kann jetzt seinerseits mal so ein bisschen Creep-Check, aber er kommt ein bisschen zu spät und Proverbial, alle kuscheln so ein bisschen, drücken sich zusammen, um alle so ein bisschen was von der süßen, süßen Healing-Spray-Dusche abzubekommen. Und ja, ist ein heiteres Familienbild hier auf jeden Fall, alle sind zusammen, ein paar Buffs sind auch mit dabei, die Helden gut dabei und der Ausflug, der fröhliche Sommerausflug dürfte mittlerweile seinen Höhepunkt erreichen. Man zieht einfach mal so in die Base von Jannis ein und hier wird schon auf ihn gewartet, aber der Supply-Unterschied 80 zu 57. Ich bin nicht so gut in Mathe, aber ich glaube, Jannis ist hier auf jeden Fall ein gutes Stück hinterher. Aber man darf Andels nie unterschätzen. Die eigene Base, der Regenerationsvorteil, der Hero Focus, das sind immer Dinge, die einen Undead nochmal zurückbringen können. Aber natürlich der Mana Burn. 160 Mana abgezogen. Das sind mehr als 2 Coils, die ein einziger Mana Burn hier aussieht. Aber er kommt hier weiter rein, frisst jetzt aber einiges an Schaden hier, muss den Herzstein schlucken. Aber dafür hat er einiges an Mana verbrannt hier in der untoten Armee. Und ja, es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Er will so ein bisschen mit dem Mana Burn hier agieren, schafft das auch und kann schon im Vorhinein, bevor der eigentliche Kampf losgeht, auf jeden Fall schon mal gut einiges an Mana verbrennen hier vom Untoten, der allerdings mit seinen Statuen sich mal wieder hoch regenerieren kann. Schwenkt jetzt so ein bisschen um auf die Expansion, die komplett unverteidigt ist, also überhaupt nichts. Jetzt verteidigt, aber da ist ein Shade. Jannis sieht das und kann ihm vielleicht jetzt hier in den Rücken fallen, wenn er das möchte. Kommt hier an, hier ist der erste Destroyer. Ein Destroyer da mit magischem Schaden, natürlich immer eine gute Wahl gegen die Bären, aber es sind nun mal 5 Stück gegen einen Destroyer. Jetzt die Helden hier mittlerweile vor, die Frontline bildet sich so ein bisschen. Gute Keule hier mitten rein, trifft fast alle Bären hier und die Abomination frisst einiges an Schaden, ist hier mittlerweile mittendrin. Die Keule kommt von hinten. Demon Hunter mittendrin und ein Bär geht schon relativ low. 2 Bären low und eine nur eine Abomination. Währenddessen aber hier die Backline von Jannis hart angeschlagen. Hier brennt das Feuer ihn gut durch. Hier der zweite Destroyer morpht. DK Upgrade, aber DK hat keine Coils hier mehr. Kann die ganzen Fiends nicht retten, die jetzt hier alle fallen gegen die Bären. Oh, 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 nach der Lich fällt hier, ohne dass eine Coil ihn retten könnte. Das. Was? Für Jannis, ja. Gnadenlos, ein Creep-Check nach dem anderen, hat ihn hier konstant in der defensiven Position gehalten. Er konnte seine Helden nie hochleveln. Währenddessen Proverbial hier immer mit der Nase vorne. Ja, Jannis, hartes Spiel.
Ja, wenn man 720 Mal gecreepjackt wird, dann ist das nicht so einfach. Ja, ich weiß auch nicht, wie Proverbial das hinbekommen hat, diese Creepjacks immer und immer wieder zu treffen. Ich weiß nicht, ob er da eine Spürnase hat oder manchmal hat man ein bisschen Glück. Manchmal hat man Glück, manchmal aber auch mehr als Glück. Man weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall gut runtergespielt hier. Und ja, du warst, so wie es aussah, konstant hinten, musstest immer defensiv spielen, konntest keinen Kampf nehmen. Und der, glaube ich, der Mana-Burn ist auch sehr, sehr frustrierend, kann ich mir vorstellen. Ja, deswegen hasse ich Nachtelf. Also ich kann keine Ghule spielen und ich hasse Mana-Burn. Das sind keine guten Voraussetzungen, um gegen Nachtelf zu spielen. Aber ich bin mit 1-1 sehr zufrieden, weil ich glaube, wir brauchen die letzten 9 Minuten für ein anderes Format. Ach, ich finde, wir können deine Niederlage schon noch so ein paar Sekunden wirken lassen. Einfach, ja, okay, ne? Ich finde das nicht schlimm. Naja, du hast gut gespielt, gut gemacht. Und ich dachte mir, mit ein bisschen Hero Focus am Ende kann vielleicht noch was gehen, aber ist natürlich super schwer. Kurze Map-Kritik. Ja. Der Green Spot, ich finde, der sollte kein Dispel haben. Weil das ist echt schwer für Undead zu creepen auch. Der kleine Gnoll-Spot, ja, hat er auf Twisted Meadows keinen Dispel? Nee, das ist nur ein Brute und ein Poacher. Okay, interessantes Feedback. Ich habe die Map selber noch nicht viel gespielt. Und ja, kann man weitergeben an Tenshi, Community-Mitglied und Liga-Admin, der diese Map gebaut hat. Vielen Dank. Und ja, mal gucken, ob wir sie noch häufiger sehen werden oder ob sie jedes Mal gebannt wird. Mal gucken. Und 1-1, Jan ist abgeschlossen. Ist doch in Ordnung. Ist okay, besser als du. Eins für Jannis, eins für die Community, aber Jannis kann natürlich noch ein paar Punkte rausholen in unserer fantastischen Rubrik, in der Jannis mit seinem Warcraft-Wissen brillieren kann. Hier ist Jannis kann es! In dieser Rubrik werden Jannis 3 Fragen zur Warcraft 3 Spielmechanik gestellt und Jannis kennt sich aus. Ja, sicher! Ich weiß gar nicht, wie war denn das letzte Mal? Ja, ich glaube, deine Strähne ist mittlerweile ein bisschen angebrochen. Ja, ne? Der Firelord, das hat nicht so geklappt damals. Ja, eine Frage war ein bisschen doof, ne? Mit den Getauntete Einheiten getauntet werden? Da hast du dich ein bisschen verrannt. Aber ich bin generell gut unterwegs in diesem Format. Ich finde das okay. Ja. Deswegen lehne ich mich jetzt hier, wenn ich könnte, zurück. Ja. So. Wir haben auf jeden Fall ein paar nette Fragen bekommen. Die Fragen für Jannis kommen natürlich immer aus der Community. Und ich bin sehr gespannt, ob Jannis es schaffen wird, alle 3 Fragen zu beantworten. Denn nur wenn er alle 3 Fragen beantwortet, dann gewinnt er diese Folge, Jannis kann es. Ansonsten muss er schamlos das gesamte Wochenende weinen. Wir schauen mal in die allererste Frage rein, die da folgendermaßen lautet. Kann ein Dicker einen verbündeten untoten Helden mit Death Pact opfern? Kommt von Obsin. Kann man mit Death Pact Helden opfern, ja oder nein? Nö. Der Mensch guckt ihn euch an, der lacht, der schmunzelt da. Das ist ein gut gelaunter Jannis. Du, keine Helden? Bist du sicher? Ja, aber nee, man kann keine Helden opfern. Also ich habe gerade einen Helden. Nee, habe ich einen Helden geopfert? Egal, geht nicht. Also man kann den Spell nicht auf Helden benutzen. Death Pact kann keine Helden opfern, sagt Jannis. Wir schauen, ob das richtig ist. Ihr habt gerufen. Ja, völlig richtig. Kann keine Helden opfern. 1-1. Für Jannis überhaupt kein Problem. Aber ihr wisst es ja, die erste Frage ist eine Reinkommafrage. Und wir schauen uns mal Frage 2 an, die vielleicht ein bisschen kniffliger ist. Bitteschön. Verlangsamt der Nerubian Tower den Angriff von Türmen, will Xander wissen. Jo, Grüße nach Mainz. Xander? Mhm. Nerubian Tower verlangsamt den Angriff von Einheiten, ja, mit diesem Chit-Debuff. Die Frage ist, geht das auch auf Türme? Also, nee, glaube ich nicht, weil. Aber. Weil es Gebäude. Aber warum nicht? Ich glaube, die können einfach generell nicht geslowt werden. Also, es geht auf mechanischen Einheiten, aber. Sieht man natürlich nicht oft die Situation. Nee, das sieht man so nie. Aber ich Türme sag, gebaut werden, Reichweite eines Nerubian Tower. Das ist aber nicht Quatsch. Ich meine, wenn es im Tower kalt ist, schmeißen die die Speere dann langsamer. Ich weiß das auch alles nicht. Ich sag nö. Okay, aber die Sicherheit bröckelt ein wenig. Ja, ich würde. Es gibt eine Restchance, dass ich falsch liege. Jannis sagt nein. Türme werden nicht vom Nerubian Tower geslowt. Wir schauen mal in die Antwort rein. Hier wird der Nerubian Tower gebaut, erschießt und nein, wird nicht geslowt. Yay. Kein Debuff auf dem Turm. 2-2, Jannis. Oh, der ist gut dabei heute. Oh, den Preis, den ich nie krieg, rückt näher. Oh, ja, den Preis, den du bekommen hast, aber nie benutzt. ist natürlich, wäre es natürlich sehr, sehr schade, wenn jetzt auf die dritte Frage ja, noch manchmal alles gehen Geschenke daneben. Ah, die dritte Frage kann manchmal einem das Genick brechen. Was passiert mit einer von einer Kodo verschlungenen Einheit, wenn die Kodo gehext wird? Moment. Fragt Kai. Moment. Wir haben gesagt, wir nehmen keine Kodo-Fragen mehr.
Ich habe gesagt, dass ich keine Kodo-Fragen mehr annehme, weil ich schon 50 Stück rumliegen habe. Und um die jetzt mal loszuwerden, muss ich die jetzt alle rein, ab und zu mal reinstreuen. Mann, ich habe doch bei ich nehme keine Kodo-Fragen, nicht aufgepasst, ey. Keine Zeppelin-Fragen, aber wir haben noch ein paar im Köcher. Also Janis, wenn du keinen Bock auf Kodo-Fragen hast, dann ist das das falsche Format. Weil ich habe eine Menge. Ich versuche die immer so alle 4 Folgen, alle 5 Folgen. Wir schauen noch mal in die Frage rein, Janis. Komm schon, kriegst du hin. Was passiert mit einer von einer Kodo verschlungenen Einheit, wenn die Kodo gehext wird? Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Die Unit verschwindet, die poppt raus oder die bleibt im Magen. Zur Erinnerung, wir hatten ja schon mal die Frage, was passiert, wenn die Kodo übernommen wird. Was war da die Antwort? Ja, verwirr mich jetzt nicht. Ich glaube, die bleibt nicht im Magen. Also Möglichkeit ist, sie ist tot, direkt, also weg. Oder die poppt raus, weil der Critter keinen Magen hat. Wäre so meine Herangehensweise an die Geschichte. Ist das biologisch abgesichert? Frösche haben keinen Magen? Nee, biologisch nicht, aber Warcraft mechanisch ist es abgesichert. Mhm. Huh. Habe ich einen 50-50-Joker? Nein. Kann ich jemanden anrufen? Ja, Rebo. Echt? Klar. Cool. Der geht nicht ran, wetten. Tja, vielleicht haben wir das auch vorher geplant und Remo ausgetauscht. Ich will einfach nur, dass Remo nicht einmal on air wegdrückt. Einfach so. Oh nee, das ganze Wochenende muss ich schon mit ihm abhängen. Yo. Ja, moin! Ich bin gerade bei Creepjack und habe einen Telefonjoker bekommen. Du musst mir helfen. Okay. Wenn eine Kodo was geschluckt hat, ne? Ja. Und dann wird die gehext. Was passiert mit der Unit, die im Magen ist? Ach du Scheiße. Ja. Ich würde mal sagen, gar nichts. Und wenn es Hex vorbei ist, dann ist sie immer noch drin. Fuck, das habe ich gerade ausgeschlossen. Ich habe mir gedacht, entweder die Unit ist sofort tot, oder... Nee, das wäre viel zu krass für Orkmara. Das stimmt. Obwohl, sehen wir jemals Hex auf einer Kodo? Nee, ne? Nur Ensnare. Zweite Option, die ich hatte, ist, es poppt raus, weil der Critter keinen Magen hat. Also, ich glaube, die Form von der Kodo ändert sich ja nur. Ich glaube nicht. Ich glaube, der bleibt da einfach drinnen. Okay, ich vertraue dir. Ja, mach mal. Wenn nicht, gibt's einen Turmbräu für mich. Junge, das verspreche ich dir. Alles klar, wunderbar. Ja, ich danke dir und ich hoffe, wir haben jetzt recht. Bis Samstag. Ciao, Remo. Ciao, viel Spaß. Okay, ich vertraue dem Mann. Ja, also, dann brauche ich deine Antwort, bitte. Ja, was Remo gesagt hat. Bitte formulier es, was passiert mit der Einheit? Die bleibt, also das passiert quasi nichts. Die bleibt im Magen. Also sie ist nach Ablaufen des Hex immer noch im Magen der Kodo. Ja. Außer natürlich, wenn die ja. Du sagst, sie bleibt. Wahrscheinlich gibt es einen Sonderfall. Wenn es einen Sonderfall gibt, möchte ich das mit so einem Asterix einfach ausstreichen. Gut. Aber ja. Du sagst, sie ist nach der Dauer von Hex immer noch im Magen der Kodo. Ja. Wir schauen nach, ob das stimmt. Remo sagt das zumindest. Hier sehen wir die Einheit. Wird geschluckt, ist im Magen. Hex. Tot oder? Hex läuft ab und? Sie ist nicht mehr im Magen! Fuck. Was vertraue ich auch auf den, ich Idiot? Wow, wow, wow. Leider kein Sieg für Janis im Battle. Janis kann es. Die dritte Frage. Nein, die Einheit wird tatsächlich vernichtet und man bekommt auch Erfahrungspunkte dafür. Die Einheit wird einfach getötet. Wäre das nicht viel zu OP in Ork Mirror, der dumme Idiot? Aber das verstehe ich nicht. Oh, 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 das gibt eine Krise. Leute, schaut euch den nächsten Back to Warcraft Stream an. Ja, der nächste, da bin ich alleine, das ist nämlich morgen. Wir streamen das Finale vom Yule Cup. Wird super geil. Ich weiß gar nicht, wer da qualifiziert ist. Ich glaube, Lorlight, Happy, Infi und 1-2-0. Heftige Halbfinals und das Finale wird auch super geil. Danach der erste Tag vom Hive Workshop Cup, wo neue Maps unter anderem getestet werden. Das
geht Samstag und Sonntag ungefähr so ähnlich weiter. Außer, dass wir Sonntag noch ein bisschen Clan War Action haben. Aber ja, das Ganze gibt's natürlich wieder auf backtowarcraft.com mit Schedule. Checkt's aus. Wir streamen so 30 Stunden in 3 Tagen. Wird geil. Wir sehen uns auf dem Stream. Ja, viel Spaß dabei. Euch auch viel Spaß. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei CreepCheck. Jetzt ganz viel Spaß mit Verflixte Klicks und Lars-Erik Paulsen. Haut rein, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschö. Mich hat mal ein Pferd getreten.